Oh. So, ich hoffe, ihr seid jetzt wieder alle halbwegs da. Sound müsste nämlich jetzt da sein. Ohne Game Sound ist ein bisschen blöd. Moin, Helder, herzlich willkommen auch dir. Und jetzt muss ich ACC auch nochmal was korrigieren. Sind doch ein paar mehr Autos dabei, als ich dachte. Knapp 30 Stück müssten wir haben. Schauen wir gleich mal. Momentan sind 26, also kriegen wir nicht ganz in den Tower rein hier. Und ja, wir haben jetzt erstmal Qualifying, 20 Minuten. Oh, ich gebe es nochmal die Session Deltas und die Best Relatives. Genau. Und Marc, danke für dein Follow. Don Brün, auch danke für dein Follow. Und Titch, auch schon vor einer Stunde. Schön, dass ihr hier dabei seid. Ja, also wir sind auf Kyalami und wir werden hier doch bei relativ viel Dunkelheit fahren. 19 Uhr ist Rennstart, also in einer Stunde ungefähr. Nee, Quatsch. Genau, um die Uhrzeit, aber wir starten auch im Qualifying um 19 Uhr und dementsprechend wird es sehr dunkel sein. Momentan sieht es doch sehr trocken aus immerhin. Die Piloten jetzt hier auf ihrer Outlap unterwegs und ich würde mal sagen, wir schauen uns mal die Gesamtwertung an, während sie hier alle auf die ersten Runden gehen. Ja, noch nicht sonderlich spannend gewesen. Wie gesagt, ein Rennen hatten wir. Dementsprechend hier sozusagen das Rennergebnis aus Watkins Glen. Der Herr Blume auf der ersten Position hier mit ja maximalen, fast maximalen 30 Punkten, muss man sagen. Denn es gibt ja für die Pole Position auch noch einen Punkt. Den hat sich letztes Mal der Herr Wittmann geschnappt. Deswegen hat er hier 28 statt 27 Punkte regulär. Ja, der fährt heute aber, glaube ich, nicht mit. Das heißt, er wird heute ein bisschen federn lassen müssen. Genauso, wenn ich es richtig gesehen habe, Siegenthaler auf der 8 und Hofmann auf der 15 hier. Vater, Sohn, weiß ich gar nicht genau. Aber wir sind auf jeden Fall hier mit am Start. Ja, und wie gesagt, die ersten 15 kriegen ja Punkte. Pole Position bekommt einen Punkt. Mal sehen, was so gehen wird. Wittmann wird auf jeden Fall ein bisschen federn lassen, Siegenthaler. Hofmann, wie gesagt, alle anderen haben hier doch sehr gute Chancen, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. 19 Rennen haben wir insgesamt. Ach so, okay, Jan. Also, man kann richtig viele Punkte sammeln. So. Mal gucken, wer ist denn hier jetzt auf einer Runde unterwegs? Gucken wir mal, wen haben wir hier? 77 auf jeden Fall. Der Hoshi Blume, das ist ja der Führende in der Gesamtwertung. Hier im Honda, wir haben relativ viele Hondas. Kann ich auch mal kurz einblenden. Da sehen wir es. Nexus haben wir dabei. Paar Porsche, paar BMWs. AMG haben wir dabei. Ja, Audis und McLaren auf jeden Fall auch. Aston und zwei Ferraris. Aber wir sehen sehr, sehr viele Hondas tatsächlich. Und wir haben auch schon die erste gezeitete Runde von Markus Eisen hier. To Flow for You. Mit einer 43,3. Ich denke, da wird noch ein bisschen was gehen. Denn die Reifen brauchen ja so ein Momentchen, bis sie da sind. Ja, was hat das Wetter? Wie gesagt, wir fahren wahrscheinlich dann gleich bei relativ dunklen Bedingungen. 21 Grad Strecke, 20 Grad Luft, aber schon alles optimal, alles trocken. Sehr gute Bedingungen hier. Jetzt haben wir Steffen Rosse hier auf der ersten Position mit einer 42,9, also die 42er sehen wir schon mal. Bin mal gespannt, wie tief es runtergehen wird hier und vor allem, wie eng es wird. Eng wird es auch hier in diesem Bereich beim Start, Kurve 1, die Stadt hier gerade sehr, sehr breit, wird dann auch in diesem Abschnitt eher ja, ein bisschen schmaler. Also da rückt es dann richtig schön zusammen, ein paar Wurstköpfe haben wir hier unter auch. Also bin mal gespannt, ob wir hier eine heile Startphase sehen werden. Denke mal mit 26 Autos, viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Sollte das auch irgendwie möglich sein, denn wir fahren heute nicht 60, sondern ganze 90 Minuten, also nochmal eine halbe Stunde länger als letztes Mal. Ich glaube, nächstes Mal sind es wieder 60, da sind wir auf Mount Panorama, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wird auch ein interessantes Rennen, eigentlich immer interessanter. Da heißt es auch unfallfrei durchkommen, natürlich auch hier. Dann haben wir den Most Wanted hier auf der ersten Position jetzt, 42,7. Aber ja, nur knapp vorne, eine halbe Zehntel, Simon Jovi, wenn man ihn so ausspricht. Ist hier ganz, ganz knapp dahinter, hier im Aston Martin. Ja, geiler Name, der Most Wanted. Habe ich auch immer gern gezockt früher. Ah, okay. Frantic. Ja, schade. Ja, wer weiß, wer hier seine Finger im Spiel hat, so. Man weiß es nicht. So, wen haben wir noch? Markus Eisen haben wir gesehen. Rosse. Hier der Chris Finn. Die Affenbande, Hoshi Blume jetzt ganz vorne, 42,3, hat nochmal ordentlich was gefunden hier. Jetzt gerade mal 3 Zehntel schneller, aber Steffen Rosse hat hinterhergelegt. Also wir gehen hier langsam auf die 42,0 zu. Da wird sich einiges noch tun, denke ich, hier in den nächsten 14 Minuten.
Dann haben wir den Alex Langhorst auf der 2 jetzt momentan. Einer der vielen Hondas. Er ist Simracing mit der 72. Wo ist der in der Gesamtwertung? Können wir ja mal kurz nachgucken. Auf der 16 offiziell. Aber hat er auch keine Punkte geholt. Also noch quasi punktgleich mit 0 Punkten mit ganz, ganz vielen anderen Leuten. Das wird ein paar Rennen dauern, bis sich da so eine kleine Tendenz vielleicht abzeichnet. Dann haben wir Mark Kmikowiak hier jetzt auf der 2. Position mit der Nummer 8, ebenfalls ein Honda. Ja, sehr viel Hondas, wie gesagt. Mal gucken, wer da auf Podium fahren wird. Er auf jeden Fall hier mit 62.000 gerade mal auf der 2. Position. Und mal sehen, ob er hier noch was findet. Momentan sieht es gut aus, dass er hier relativ weit vorne startet. So, wen haben wir noch nicht im Bild gehabt? Den Ralf vielleicht, den Ralf Kmikowiak. Er in M-Racing. Eher nicht im Honda, sondern im BMW M4 unterwegs. Momentan auf der 9 mit exakt 0,9 Sekunden Rückstand auf die Pole Position jedenfalls. Mal sehen, was er sich hier so ausdenkt. Pace-technisch gerade sieht es gar nicht so schlecht aus. 0,6, 0,7 Zehntel Sekunden natürlich hat er hier schon im Delta. Also auch ein Mann für die ersten Startreihen, würde ich sagen. Momentan haben wir einen relativ großen Gap zwischen 4 und 5 bis jetzt jedenfalls. Mal sehen, was die nächsten Minuten noch so bringen. Aber die ersten vier doch relativ dicht zusammen. Hier 2 Zehntel. Also eine halbe im Schnitt zwischen den Positionen. Benjamin Leinweber haben wir dann hier auf der 10. Position. Auch, ja, auch 0,9 Sekunden. Jetzt 1,2. Denn Steffen Rosse hat hier mal doch ganz gut die 42er-Marke geknackt. 41,895. Sieht sehr gut aus für ihn. Yasin Çalık haben wir dann hier im Porsche. Hier rechts sehen wir, da wird gewartet, dass die schnellen Autos hier vorbei können. Da wird ja keiner behindert nach Möglichkeit. Gibt Strafen auch, was hier die weißen Linien angeht bei den Boxen Ein- und Ausfahrten. Da wird drauf geachtet und wenn da Verstöße vorliegen und das auffällt natürlich, dann gibt es da die Strafe. Ja, Çalık jetzt auf der 11. Position, wie gesagt 1,3 Sekunden. Marcel Arndt haben wir hier im Ferrari mit der 69, Position 12 aktuell. Ah, da fehlen so ein paar Zehntel zur nächsten Position. Da haben wir also zwischen 11 und 12 auch einen relativ großen Abstand. Ein bisschen mehr als eine halbe Sekunde. Patrick Plöger haben wir dann auf der 13. Steht gerade in der Box. Der Lexus mit der 133. Patrick Schröter haben wir dann hier. Im grünen Honda. Fährt jetzt aber in die Box rein. Wird sich nochmal frische Schlappen holen. Für den 2. Qualifying-Stint sozusagen. Moin, Eskil. Dann haben wir Christian Buddy, der hier einmal kurz die Offroad-Fähigkeiten des Audis testet. Geht direkt in die Box rein. Momentan Platz 15. Glaube im letzten Rennen Platz 7 geholt. War ein sehr, sehr gutes Rennen. Ja, in der Gesamtwertung auf Platz 7 mit 16 Punkten. Mal sehen, was heute geht. Momentan ist er da auch ein bisschen weiter weg von. Hat auch ein bisschen Pech letztes Rennen. Hätte nochmal eine Position weiter vorne landen können wahrscheinlich. Dann haben wir den Herrn Maniacs, der Dritter in der Gesamtwertung ist. Momentan aber nur auf Platz 16. Diese Runde auch keine Verbesserung in Sicht. Mal sehen, was er noch rausholen kann, wenn er da vorne mitspielen möchte in der Gesamtwertung. Ja, aber fährt er nicht inzwischen mit Lenkrad? Hat sich doch eins, oder hat auch eins bekommen. G29, glaube ich. Oder ist er wieder mit Controller unterwegs? Wenn ja, dann ja, Respekt. Ich kriege das überhaupt nicht hin. Keine Chance. So, dann haben wir Bernd Petersen hier auf der 17. Momentan auch nicht auf einer gültigen Runde unterwegs. Relativ viel Verkehr auf der Strecke, auf der einen Seite zumindest. Auf der anderen ist es relativ leer. Also muss man gucken, dass man da vielleicht ein bisschen Platz lässt. Und ja, da mal eine freie Runde zusammenbekommt. Christian Brandl haben wir dann hier auf Position 18. Der ist ja auch ohne Punkte geblieben, letztes Rennen leider. Mal sehen, die ersten 15 bekommen ja Punkte. Also ein paar Positionen muss es noch nach vorne gehen. Dann haben wir Chris Konrad hier im BMW M4 auf Platz 19, 3,2 Sekunden Rückstand nach ganz vorne. Wird jetzt auf eine weitere gezeitete Runde gehen womöglich. Diese Runde gab es auf jeden Fall keine Verbesserung. Dann 2Tape haben wir hier, genau. The Dude Brothers mit der 35, auch ein BMW. Ja, ordentlich im Verkehr hier. Porsche scheint aber reinzugehen. Hinter sich hat er noch einen Honda. Mal sehen, ob er jetzt hier freie Fahrt kriegt. Ein paar Meter vor sich hat er auf jeden Fall. Ist gerade erst aus der Box rausgekommen und wird jetzt eine weitere Zeit setzen und gucken, dass er sich hier verbessert.
Dann haben wir den Plauze mit der 99. Was fährt er? Er fährt Porsche. Ich glaube, hatte sich auch keine Punkte geholt. Ich schaue mal gerade nach. Nee, auch leider nicht mal ins Ziel gekommen in Watkins Glen, leider. Also da sind die ersten Punkte noch, oder stehen ihm noch bevor. Dann haben wir Uwe Kohlschütter hier auf der 23, momentan über 5,9 Sekunden Rückstand. Steht noch in der Box, mal sehen, ob er nochmal rausfährt. Dann haben wir Philipp Alpeltauer. Was hat er gesetzt? 6,7 hat der Rückstand. Ja, dürfte noch ein bisschen was gehen, denke ich mal. Hoffen wir einfach mal. Letztes Rennen leider auch nicht ins Ziel gekommen. Ralf Schäfer, Go Fast Racing, die 57. Ja, einer der wenigen McLaren hier. Momentan auf der 25, hat aber noch keine Zeit gesetzt. Also schauen wir gleich mal, wo er sich platziert. Und der Mehmet Zuna im AMG mit der 68. Scope Racing, das Team. Momentan auch noch keine Zeit gesetzt. Mal sehen, wo er sich dann platzieren wird. So, ich hoffe, ich habe möglichst alle erwischt. Außer irgendeiner ist hier hin und her gesprungen, den ich nicht erwischt habe. Aber glaube ich, sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, vorne sehen wir die ersten drei jetzt ordentlich zusammengerückt hier. Ja, komm, sage ich's. Der Simon gleich nochmal eine Zeit gesetzt. 41,775. Also der hat richtig nochmal was gefunden hier. Eine Zehntel jetzt Vorsprung. Aber der Marc Mikowiak auf der 3 nicht weit weg von der ersten Startreihe. Alex Langhorst auf der 4 allerdings schon, ja, gute 3 Zehntel weg. Dahinter so halbwegs eng. Ja, 9, 10 haben wir nochmal einen größeren Abstand. Und 11 und 12. Aber 12 bis 14 da, alles innerhalb von einer Zehntel. Ja, da werden sich wieder ein paar Grüppchen finden. Hoffen wir jedenfalls mal. 90 Minuten haben wir vor uns. Einmal in die Box muss man ebenso. Reifenwechsel ist optional, aber ich denke mal, bei 90 Minuten werden alle Reifen wechseln. Ja, tanken muss man sowieso. Ist Pflicht, aber 1,5 Stunden kommst du normalerweise auch nicht durch, wenn du nicht gerade ein höheres Mapping fährst, natürlich. Ja, wo gehen wir mal hin? Wer ist denn sehr, sehr gut unterwegs? Der Thorsten Käse auf der 21 vielleicht. Moin, Charlie. Der ist momentan noch auf der 21, aber 7 Zehntel im Delta. Auf der anderen Seite nächste Position 20. Oh, ein gutes Stück weg hier, über eine halbe Sekunde. Also da muss noch mal ein bisschen was kommen, wenn man da noch mal weiter nach vorne möchte. Hier geht es jetzt durch diese Links-Rechts-Passage. Bisschen lupfen, dann hier schön den Schwung mitnehmen. Hier geht es nämlich wieder den Berg hoch, zu der Spitzkehre. Hat man eine schöne Aussicht von da oben. Auch hier vor allem in der Dunkelheit, schön erleuchtet am Horizont. Aber ich denke, im Rennen, ja, wird man nicht unbedingt die Zeit dafür haben, die Aussicht zu genießen. Zumindest die ersten Runden auf jeden Fall nicht. Denn da wird man beschäftigt sein, sich zu verteidigen oder vorne anzugreifen. Ich habe eine DT bekommen. Ich muss das Emote eh mal ein bisschen ändern, die DT. Oder die Schrift da drauf ist eh ein bisschen klein. Muss ich nochmal größer machen eigentlich. So, ja, bleiben wir kurz drauf. Gucken wir mal, die 7 Zehntel halten sich auf jeden Fall beim Thorsten. Ja, 8 Zehntel, 9 Zehntel fast hat er in der letzten Kurve nochmal gefunden. Da wird er nochmal ein kleines Sprüngchen machen auf die 20. Position. Aber ab jetzt sind die nächsten Positionen nur ein paar Zehntel weg. Mal gucken, ob er die nochmal rausgekitzelt bekommt. So, Most Wanted. Zwar nicht verfolgt von der Polizei, aber auch nochmal sehr, sehr gut unterwegs. 0,3 könnte Platz 4 werden. Gucken wir mal. 2 Sekunden noch, dann wissen wir es. Ah, Platz 4, 0,4 Sekunden. Hat sich also hier in die zweite Startreihe erstmal gefahren. Aber der Schritt in die erste Startreihe, ja, ist doch schon etwas größer. So, was haben wir hier vorne noch? Hoshi Blume, nur noch Platz 6. Ja, da erwartet er sich mehr, aber wir sehen, er kann seinen Abstand wahrscheinlich nochmal halbieren. Steffen Rosse nochmal lila hinterlegt. 0,3, 0,4 Sekunden im Delta. Ah, wird wahrscheinlich zu schnell in die Kurve reingefahren sein. Jetzt ist das Delta nämlich schon fast wieder weg. Würde aber trotzdem nochmal reichen, um Platz 1 anzugreifen. Hoshi Blume derweil 2 Positionen gewonnen. Geht auch wieder hier in die zweite Startreihe rein. Ja, werden wir sehen übrigens, ob es hier Crash-Kiddies gibt. Hoffen wir natürlich nicht. Wir werden es nach Möglichkeit einfangen natürlich.
Aber habe ich schon erwähnt, hier die Stadt zieht gerade sehr, sehr breit. Dann wird es sehr eng, einige Wurstkörbs. Und die Linkskurve auf dem Berg rauf hat auch so seine Tücken, vor allem mit den Reifen, die noch so, ja, nicht ganz im Druckfenster sind. Da rutscht man sowieso dann schon mal ein bisschen weg. Gehen wir mal zum Charlie rüber. Der Yasin im Porsche fährt hier gerade durch diese lange Rechtskurve im jetzt zweiten Sektor. Das müsste Sunset sein. Wenn ich mich nicht täusche, kann man relativ weit rauskommen. Muss man ein bisschen aufpassen. Da kommt dann Gras. Da sollte man natürlich nicht rauffahren. Hier später Apex. Hier kann man auch ordentlich was mitnehmen. Bisschen zu viel, aber immer noch gültig. Hat vielleicht ein bisschen was gekostet. Kurz anbremsen, reinlaufen lassen. Hier rechts rum kann man mit dem Porsche, glaube ich, sogar Vollgas fahren. Im Quali auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig, wie gesagt. Hier den Schwung mitnehmen. Ja, der Buddy ist auch dabei. Wo ist er denn gerade? Ah, oh, jetzt hat der 21er hier leider die Runde ungültig gemacht. Ich weiß noch, was sich da verbremst hat. Ah, auf der 13 fährt er gerade. Guten Morgen, genau. Also, dann springen wir mal wieder woanders hin. Grün Delta ist gerade, ja, eher wenig anzutreffen, muss man sagen. Viele haben schon eine Runde gesetzt, beziehungsweise sind gerade noch mal auf einer Outlap unterwegs. Versuchen gleich doch mal im letzten... in der letzten Minute hier eine Runde zu setzen. Immer dabei, sogar im Chat ist er dabei. Oh, Suna verliert jetzt hier das Auto. Ich glaube, der fährt auch nicht mit Lenkrad, oder? Verwechsel ich den mit jemandem? Mir war zumindest so. So, alle anderen kommen hier auf jeden Fall heil vorbei. So, Most Wanted auf der 5. Haben wir hier auch nochmal gut unterwegs. Also, wir haben da vorne doch so ein paar, die da auf ähnlichem Level unterwegs sind, zumindest beim Qualifying. Hoffe natürlich auch, dass es im Rennen so sein wird. Müssen wir mal gucken, ob er eine Pizza hinten drauf hat. Könnte sein. Nee, er hat keine Pizza drauf. Habe ich zumindest nicht entdecken können. So, er hat auf jeden Fall auch noch eine Runde jetzt Zeit. Kommt hier gerade durch Cheetah müsste das sein. Oder Crocodile. Ich verwechsel die beiden Kurven immer. Ich glaube, die Cheetah müsste das sein. Jetzt hier durch die letzte Kurve. 1,5 Minuten noch und Most Wanted. Ja, macht seinem Namen alle Ehre. Wenn er da vorne bleibt, ganz, ganz knapp 1/10, dann wird er auf jeden Fall von allen gejagt werden. Simon Jovi haben wir hier im Aston. Jetzt auch nochmal die letzte Runde. Im Qualifying Steffen Rosser auf der 3, Mark Mikowiak auf der 4. Position. Mal gucken, er geht wahrscheinlich auch nochmal auf eine Runde. Ja, 2,5 Zehntel Rückstand, vielleicht findet er ja nochmal was. Hier vorne auf jeden Fall, Kurve 1, schnell reinlaufen lassen, am Ausgang aber jetzt hier deutlich verloren. Also erstmal muss er hier das rote Delta wieder zufahren, dann hat er erst wieder die Chance, nochmal was rauszuholen. Viel fehlt ja nicht hier. Ja, aber heißt nicht, dass er sich tatsächlich drauf hat. Vielleicht habe ich die Livery einfach nicht. Ich hatte jetzt nicht gesehen, dass wir, dass es einen Livery-Ordner gäbe oder so. So, gucken wir mal. Der Markus Eisen, haben wir auch noch nicht so viel im Bild gehabt. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Der kommt nämlich hier auch gerade durch die letzten Kurven durch. 0,2 Sekunden. Hier immer eine Risikokurve. Mal sehen, ob wir da Angriffe sehen werden im Rennen. Bietet sich eher nicht an. 1/10 Ausgang der letzten Kurve. Holt er nochmal ein bisschen was raus. 2/10. Ja, geht da noch Platz 9? Na, nicht ganz wahrscheinlich. Ja, doch, gerade noch. Hier mit 2/100 Vorsprung vor Charlik. Der ist auch schon im Ziel. Also von da droht keine Gefahr mehr. Kaum noch jemand unterwegs. Platz 18, gucken wir mal. Minimale Verbesserung hier noch. Bernd Petersen haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gehabt, oder? Bin mir gar nicht sicher. Die 142, Green Hornet, kommt jetzt hier durch die letzte Kurve. Und ja, wird sich da noch mal ein bisschen verbessern können. Ein, zwei Plätze wird es noch mal nach vorne gehen, wahrscheinlich. Auf die 18, noch mal die Top 20 gefestigt. So, der Herr Brandl, der hat irgendwie auch noch mal was gefunden. Und Marcel müsste eigentlich auch schon durch sein. Dürfte eigentlich einer der Letzten sein, der unterwegs ist, wenn ich hier mal gucke. Ah, Alex Langhorst auf der 6 vielleicht nochmal. Aber bleiben erstmal hier. Er ist der Nächste, der über die Linie geht.
Ah, okay. Danke, Buddy. Oh, der hat mal richtig was gefunden hier. 6/10 nochmal. Hat also auch nochmal einen guten Sprung zeitentechnisch und positionstechnisch. Immerhin nochmal 4 nach vorne. Ab in die Top 15. Und dann gucken wir noch ein paar Mal in Langhorst rein. Die 142 ist auch noch unterwegs, aber nicht mit einer Verbesserung. Deswegen, ja, wird Alex der Letzte sein, der sich hier nochmal irgendwie verbessern kann vielleicht. Ja, gar nicht mal so schlecht. Also da vorne rückt so ein bisschen mehr zusammen am Ende des Qualifyings. Mal sehen, Platz 6 ist es nicht geblieben, Platz 5. Ja, aber bis Platz 6, 4/10, dahinter eine kleinere Lücke von 3/10 zu Platz 7. Könnte also eine spannende Sache werden heute da vorne. Und wir sehen, es ist nass, soll in 30 Minuten aber trocken werden. Strecke steht auf Regen. Es geht natürlich das Taktiere los. Ja, gehst du mit nassen Reifen, genau, mit nassen Reifen sowieso, aber Regenreifen ins Rennen rein. Warte mal, ich stelle kurz alles ein. Das, wunderbar. Oder, ja, trocken, glaube ich, bietet sich nicht an. Strecke steht auf Regen. Aber, ja, ist die Frage, ob man das sich zutraut, ein paar Minuten im Regen zu fahren mit Trockenreifen und dann nach und nach relativ zügig mit Trockenreifen schneller zu werden. Weil wenn es erstmal leicht abtrocknet, auf schmierig geht, dann wird es mit den Regenreifen sehr, sehr schnell warm und dann sehr, sehr rutschig. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Könnten wir nachgucken eigentlich, wer mit was fährt, aber wir lassen uns mal überraschen, wer wann reingeht. Ich würde sagen, wir schauen uns in Ruhe jetzt einmal die Startaufstellung an, alle 26 Piloten. Da haben wir nämlich auf Platz 1 von ganz vorne startet, nämlich Most Wanted. Der wird also von allen gejagt. Simon Jovi haben wir dann im Aston Martin auf Position 2. Ab der zweiten Startreihe, die nächsten beiden Startreihen sind in Honda-Hand. Steffen Rosse haben wir hier auf der 3. Mark Mikowiak auf der 4. Position dahinter oder daneben. Alex Langhorst haben wir in der 3. Startreihe, der 72er. Honda, er ist Sim Racing, die Affenbande haben wir dahinter auf der 6. Position mit Toshi Blume. Ja, der wird versuchen, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen, um seinen ersten Platz in der Gesamtwertung zu festigen. Ralf Mikowiak haben wir dann auch für RM Racing auf der 7. Position. Chris Finn haben wir auf Position Nummer 8 für die Affenbande unterwegs. Dann auf der 9. Position der erste Audi, Markus Eisen. Too low for you. Bald habe ich es auch. Dann auf der 10 der Jarlik Green Hornet Racing. Ein schwarzer Porsche. Den siehst du ja fast gar nicht auf dem dunklen Asphalt. Patrick Schröter haben wir dann auf der 11. Er ist Sim Racing mit der 292. Benjamin Leinweber, einer der vielen, vielen Hondas, die hier ja doch eher weiter vorne angesiedelt sind. Müsste, glaube ich, sogar hier der letzte Honda sein. Auf der 12. Position die 492, die Affenbande. Ich glaube, das Team ist sogar in der Teamwertung ganz vorne, wenn ich mich nicht ganz täusche. Christian Buddy haben wir dann auf der 13. Position, die 939. Der zweite Audi hier im Feld startet von dort. Auf der 14, Mehmet Suna, ein AMG. Auch nicht so viele davon vorhanden heute. Scopum Racing, die 68. Christian Brandl haben wir dann im M4 mit der 91. Platz 15 hat er sich geholt. Der zweite beste BMW. Dann Marcel Arndt, der Ferrari, mit der 69 auf Platz 16 hier. Der Pizzalieferant. Dann haben wir Ralf Schäfer, ein McLaren. Sieht so aus, dass er der Einzige wäre hier seiner Zunft. Also Markenwertung hat er schon mal sicher. Mal sehen, was in der Gesamtwertung noch so geht. Patrick Plöger auch hier alleine mit dem Lexus, der hier mit der 133 unterwegs ist, von Platz 18. Platz 19 haben wir die 142, einer von drei Porsche, der Bernd Petersen, auch Green Hornet. Ja, Maniacs, Anführungsstrichen nur Platz 20, der dritte in der Gesamtwertung. Also der muss mal gucken, dass er ein bisschen nach vorne kommt. 5 Positionen braucht er noch, damit er überhaupt Punkte holt. Dann haben wir Thorsten Käser auf der 21. Position. Hier auch ein BMW, genauso wie der Chris Konrad dahinter, der 92er. Auf Platz 22. Dann haben wir Plaute mit der 99. Der letzte Porsche startet von der 23. Hat drei BMWs vor sich. Zwei dahinter. Einer davon. Der Two Tape. The Dude Brothers mit der 35. Und der weitere mit der 36. Go Fast Raging. Der Uwe Kohlschütter.
Und von ganz hinten startet die Nummer 5. Auch ein AMG. Ich glaube, zwei Stück müssten wir im Feld haben. Von der 26, Philipp Alpentower. Der kann sich das wunderbar von hinten anschauen. So, bin ich mal sehr, sehr gespannt. Eine Einführungsrunde haben wir. Ist die Frage, wann es abtrocknet. 20 Grad Streckentemperatur. Sonne haben wir nicht. Könnte sein, dass es ein bisschen dauert. 90 Minuten fahren wir. Könnte man natürlich überlegen, ja, mit was startet man? Und mit wie viel Sprit? Denn ich denke mal, spätestens in 30 Minuten müsste man sowieso rein. Weiß nicht, wenn man mit Trocken tatsächlich startet, könnte man da ein bisschen länger fahren, bis 45 vielleicht, dass man dann 50-50 macht. Aber ist halt auch die Frage, wie das Wetter danach wird. So, Jovi, der braucht noch ein bisschen länger Zeit zum Überlegen, der wird hier aus der Box starten. Das ist, ja, eigentlich ziemlich ärgerlich, eigentlich aus der ersten Startreihe wäre er losgefahren. So wird er jetzt aber dem Feld hinterherfahren müssen. So, da geht's auch schon in die Einführungsrunde. Da kann man sich erstmal einen kleinen Eindruck machen. Wie sind die Streckenbedingungen? Wo sind vielleicht Pfützen? Die sind ja auch immer ein bisschen tricky. Je nachdem. Ich bin gar nicht so sicher auf Kialami, wo da die Pfützen sind. Naja, werden wir mal sehen. Wird auf jeden Fall spannend. Auch die Curbs sollte man eher meiden. Denn die sind sehr, sehr rutschig. Also, es ist dunkel, es ist nass. Hier im Stream ist es noch halbwegs hell, weil ich den Kontrast ziemlich weit runtergestellt habe, damit wir auch was sehen. Aber auf der Strecke selbst, mit normalen Einstellungen, ist es schon relativ dunkel. Und ja, heller wird es auch nicht mehr heute. 19 Uhr starten wir, wie gesagt. Das heißt, wir werden 8:30 ungefähr dann die Zielflagge sehen. Ja, noch haben wir drei Autos auf dem Podium, drei Marken. Eigentlich auch nicht, weil der erste startet ja aus der Box. Wird jetzt gerade durchgereicht. Damit haben wir ein Ferrari und ganz, ganz viele Hondas dahinter. Mal gucken, ob sich der Ferrari da vorne halten kann. Und ob vielleicht von hinten irgendeiner drückt. Die BMW ist eher weiter hinten qualifiziert. Der Beste auf der 6, dann auf der 14, dann erst wieder ab Platz 20. Marcel anscheinend auch aus der Box zu starten. Ja, ob das Absicht ist oder nicht, wissen wir nicht. Auf jeden Fall können sie sich aus dem Starttumult in den ersten Kurven raushalten. Das ist auf jeden Fall mal kein Problem. So, dann gucke ich mal hier kurz, alles vorbereitet soweit. Boxenstopps haben wir auch. Wunderbar. Dann kann es gleich losgehen. So, gehen wir auf den Drittplatzierten vielleicht. Und dann drücken wir Daumen, dass hier alles gut geht. In den ersten Kurvenbedingungen. Doch sehr, sehr schwierig, muss man sagen. Aber finde ich gut, dass das Wetter mal ein bisschen wechselt im Laufe des Rennens. Das bringt noch ein bisschen mehr Würze und Variation rein. Ah, ich bin mir auch nicht sicher, mit welchen Reifen ich starten würde. Wahrscheinlich sogar Regen. Weiß ich gar nicht. Aber wenn es der Viertelstunde tatsächlich abtrocknen sollte, auch schmierig geht, dann ist Trockenreifen auch schon wieder gut. Naja, das wird auf jeden Fall ein entscheidender Faktor sein. Also die erste ganz, ganz wichtige Entscheidung ist bereits hier am Start zu treffen. Welche Reifen ziehe ich auf? Das kann schon ein bisschen rennentscheidend werden. Je nachdem, wie sich das Wetter noch verändert. Danach haben wir immer noch eine Stunde, was wir noch nicht sehen an Wetter. Jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal auf den Start. Jetzt geht es hier in die Zweierformation rein. Da mal sehen, Most Wanted haben wir hier im Ferrari. Dahinter sehr, sehr viele Hondas. Mal gucken, ob ich die alle auseinanderhalten kann. Zwei Hondas sind da ja gleich eingefärbt. So, da hinten auch alle schon eingeordnet. Wunderbar, sollten hier auch alle möglichst um die Kurve kommen. Most Wanted wird wahrscheinlich hier ganz, ganz locker vorne bleiben. Steffen Rosse muss sich jetzt hier noch gegen die ganzen anderen Markenkollegen wehren. 90 Minuten müssen jetzt hier losgehen. Ja, ich starte leider aus der Box. Jetzt geht's hier los, der Ferrari vorne schon. Ja, deutlich vorne, aber wir sehen, die Hondas kommen hier gar nicht mal so schlecht weg. Vor allem die ersten beiden hier. Mal gucken, ob Steffen Rosse jetzt hier auf der Innenseite schon reinsticht. Ist schon fast daneben, aber macht hier ganz, ganz vorsichtig. Der Ferrari war schon leicht hier auf dem Curb drauf. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Mittelfeld rein. Schauen wir hier zu zweit, zu dritt rein. Das ist erstmal nicht das Problem. Auch hier hinten geht alles gut. Jetzt ist die Frage, hier den Berg hoch. Lassen sich alle genügend Platz, rutscht hier keiner irgendwie blöd weg. Ja, da gab es die Berührung. Schröter und Eisen, oder ja, Schröter, Eisen müssten das gewesen sein. Können alle halbwegs ausweichen hier.
Ja, keine größeren weiteren Schäden zumindest. Hier und da natürlich ein bisschen Lackaustausch. Aber da gab es die ganz, ganz kleine Berührung. Und da wurde dann einer gedreht. Und Langhorst hier auch nochmal. Wir gehen mal in die Wiederholung rein. Schauen wir mal, Sunset hier. Ah, das ist ganz leicht gekommen. Geht hier voll in die Wand rein. Einmal rüber vorm BMW nochmal vorbei. Hat hier zum Glück keinen getroffen. Dürfte aber ordentlich Schaden gegeben haben. Ja, wir sehen hier sehr, sehr schwierige Bedingungen. Auch wenn man Regenreifen drauf hat, müssen die erstmal ein bisschen warm werden. So, Most Wanted vorne, ganz unbehelligt. Steffen Rosse hat eine Position gewonnen. Mikowiak hat auch eine gewonnen. Sein Verwandter, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, Bruder. Oder Vater oder Sohn. Keine Ahnung. Auf jeden Fall direkt dahinter auf der vierten Position. Auch mit 3 Positionsgewinnen. Dann gucken wir mal hier kurz bei Suna rein. Der ist auch sehr gut nach vorne gekommen mit 7 Positionen. Also die erste... Oh, nein! Oh, ja, kaum sage ich's. Kommt leider zu weit raus, rutscht weg, geht voll in die Wand rein. Also der wird garantiert jetzt in die Box kommen. Total beschädigt hier das Auto. Aufpassen, sieht er den Porsche nicht. Und jetzt räumt er da auch noch den... wer war das jetzt? Petersen, glaube ich, ab. Alpentower Schröter hinten jetzt auch nochmal mit gelber Flagge. Suna steht jetzt hier rum, der wartet. So, Petersen, das war der, der getroffen... Wo ist er denn jetzt? Da ist er, der getroffen wurde. Glaube ich, müsste es sein, ja. Bisschen demoliert vorne. Kann aber erstmal weiterfahren scheinbar. Zumindest probiert das hier. Also schon einige Blechschäden, die wir hier in der ersten Runde gesehen haben. Ganz, ganz schwierige Situation. Alpentower, was immer da passiert ist. Und wir haben ein Auto verloren. Weiß nicht genau, wer das ist. Aber Alpentower, Appeltower, so rum, fährt jetzt auf jeden Fall in die Box rein. So, jetzt gucken wir mal hier im Mittelfeld. Hier geht es nämlich ordentlich zur Sache natürlich. Vorne der Ferrari schon 3 Sekunden weg. Ist natürlich die Frage, wer hier welche Reifen drauf hat. Das könnte natürlich nochmal eine Rolle spielen, wer jetzt hier richtig was gut machen kann. Oder vielleicht, ja, nachher erst was gut machen kann, wenn es abtrocknet. Jetzt aktuell wären Regenreifen besser. Ist nur die Frage, wie lange das so bleibt. Wir gehen mal nach vorne. Ja, die Hondas vorne haben sich ordentlich aufgeteilt. Also ein BMW und ein Porsche haben wir jetzt auf 4 und 5, die sich mal dazwischen geschoben haben. Eisen hat sich den Petersen geschnappt. Der hier ein bisschen weit rauskam in der Sunset. Da links sehen wir den Audi. Der geht da vorbei. So, wir gehen mal bei... Ups. Langhorst wollte ich sagen rein. Wo ist er? Da ist er. Ist hier, oder wird hier verfolgt von Maniacs, Konrad und Schäfer und ja allen anderen fast. Wobei Plöger jetzt hier gerade vorbeigekommen ist. Hier der Aston, der Lexus hier außenrum am BMW. Von Kohlschütter. Ich weiß nicht, hat er auch schon eine Beschädigung? Ja, ist auch schon beschädigt. Also vielleicht auch nicht mehr ganz so einfach zu fahren. Kohlschütter muss auch gucken, auf der Innenseite ist jetzt der Käser. Der da jetzt aber nicht vorbeigekommen ist. In der schnellen Linkskurve. So, Schröter, der auch in einem Unfall verwickelt war. Ich weiß nicht, so viel Schaden dürfte er gar nicht haben. Na, die Motorhaube, die flattert aber doch schon ganz gut. Mal gucken, wie lange er draußen bleiben kann, draußen bleiben will. Wir sehen schon, in 10 Minuten soll es sogar schon nur noch bedeckt sein. Der Regen auf jeden Fall weg, dann könnte schon wieder abtrocknen. Könnte sein, dass sie mit Trockenreifen gleich einen Vorteil haben werden in einigen Minuten. Derweil sehen wir hier den Platztausch. Mikowiak an Rosse vorbeigegangen. Wir gehen mal in die Wiederholung. Da ist es nämlich passiert in, ja, offiziell T2. Der Rechtsklick da oben ist eigentlich T1. Das ist die Kurve 2. Auf der Innenseite hat er sich hier am 274er vorbeischummeln können. Ja, vorne. Ne, hinten. Der Simon Jovi hat die schnellste Runde gesetzt. 1:52.0. Und noch ein Auto weg. Nur noch 24. Also gerade mal 2 Runden rum. 2,5 ungefähr. Und wir haben schon 2 Autos verloren. So, Chris Finn. Gerade am Maniacs vorbei gewesen. Kam hier aber zu weit raus. Rutscht hier weg. Und Schäfer geht jetzt noch vorbei der McLaren. Gucken wir mal außenrum, ob es funktioniert. Side by side jetzt da in diese kleine Kuhle rein, links, rechts. Mal sehen, aber der Honda bleibt vorne. Kohlschütter mit einer gelben Flagge, der hatte eh schon eine Beschädigung. Also vielleicht, ja, nicht mehr viel Abtrieb oder so. Sieht hier so ein bisschen danach aus, dann ging es jetzt nochmal ordentlich in die Wand rein. Also das Rennen sieht nicht gut für ihn aus. Oh, und Jovi und Schröter hier. Was ist da passiert? Ah, Jovi hat hier den Schröter angeschoben. Dreht ihn hier einmal. Er selber kann relativ zügig weiterfahren. Aber Schröter muss jetzt hier einmal drehen. Der jetzt hier auf der letzten Position verharrt. Hinter dem kaputten BMW. Den wird er jetzt immer überholen. Kohlschütter wird jetzt wahrscheinlich einfach nur in die Box fahren.
Dann gucken wir mal, ob wir auch noch Zweikämpfe sehen oder nur Blechschäden. Most Wanted jetzt die schnellste Zeit gesetzt, 1:50,7. Ja, der hat vorne auf freie Fahrt, nach hinten hat er auch schon 4 Sekunden. Sehr, sehr unbehelligt hier. Sona ist mit dem rechten Reifen rausgerutscht und dann, oder weggerutscht und dann in die Wand rein. Ich glaube, der fährt auch nicht mehr. Seinen Namen sehe ich jedenfalls nicht, wird also wahrscheinlich das Rennen schon beendet haben, bevor es richtig angefangen hat, leider. So, jetzt gucken wir mal den McLaren, ob der hier am Maniacs vorbeikommt. Wie lief es bei ihm bis jetzt? Ja, gut, 8 Positionen gewonnen. Bisschen weit rausgekommen hier, aber ich denke, da wird jetzt noch keiner von den Hinterleuten vorbeikommen. Wir fahren mal mit beim Ralf Schäfer. Ich denke, vielleicht ein bisschen Eindruck, wie das so aussieht. Ich weiß nicht, wie das jetzt hier als Zuschauer ist, aber im Auto selbst weiß man, die Gischt ist auf jeden Fall das größte Problem. Man sieht halt sehr, sehr wenig. Rosse jetzt am Kmikowiak vorbei. Aber eigentlich schon davor. Oder eigentlich ja, die ganze Zeit davor. Ich weiß nicht, ob die gerade im Zweikampf vielleicht waren. Auf jeden Fall sind sie hier sehr, sehr dicht zusammen. Kmikowiak, der Mark auf der 2, hat sogar schon wieder ein bisschen was rausholen können. Der Ferrari jetzt nur noch 2 Sekunden weg. Ja, Strecke steht aber noch auf Regen. Wird aber weniger. Könnte sein, dass er hier auf Regenreifen unterwegs ist, deswegen gerade wegfahren kann. Aber so langsam könnte die Strecke so ein bisschen trockener werden, zumindest mal die Rennlinie. So, Charlie verliert hier auch gerade 3 Positionen. Hier oben in der Hairpin, oben auf dem Berg. Bisschen zu weit gegangen offenbar. Und da geht der ganze Schwung vorbei, den wir hier sehen. So, Chris Finn und der Chris Conrad. Oh, es kommen Maniacs hier auf der Innenseite vorbei. Überschießt leider ein bisschen. Mal sehen, da geht Chris Conrad wieder vorbei. Schönes GT3-Ballett hier zwischen den beiden M4-Piloten. Dahinter haben wir Ralf Schäfer, der hat das natürlich beobachtet. Und der Mark Mikowiak sehr, sehr gut unterwegs offenbar. Hat jetzt die schnellste Runde gesetzt. 1:50,335. So, hier gucken wir auch mal rein. Christian Brandl gegen 2Tape. Letzte Kurve, außenrum. Das sah relativ einfach aus, muss man sagen. Könnte auch hier wieder darin begründet liegen, dass man hier vielleicht mit verschiedenen Reifen unterwegs ist. Ja, vor allem bei Platz 9 haben wir eine sehr, sehr große Lücke. Der Alex Langhorst hat ganze... Na, regelt sich jetzt langsam. Na, doch nur 6-7 Sekunden, also immerhin. Abstand nach vorne. Die sind gerade in der Sunset. Die sind hier gerade auf der Geraden. Dann gucken wir mal zu Platz 6. Christian Buddy hier auch gut nach vorne gekommen. 7 Positionen. Also bewegt sich in dem Bereich, in dem er das letzte Rennen abgeschlossen hat. Mal sehen, ob er heute wieder gut punkten kann. Ist hier ja sogar ein Hoshi Blume dran. Dem Führenden in der Gesamtwertung. Der hat auch schon ein bisschen was gewonnen. So, gucken wir mal hinten. Jovi und Arndt hier im Zweikampf. Oh, Arndt da ein bisschen weggerutscht in Seite Sunset. Auf jeden Fall jetzt auf der 22, 6 Positionen hat er hier verloren. Ja, Simon aus der Box gestartet, immerhin 21. 2 Positionen hat er auf jeden Fall mal gewonnen, denn die sind ja nicht mehr auf dem Server drauf. Und 3 hat er schon direkt hinter sich lassen können. Kohlschütter, der musste ja auch in die Box, da sehen wir ihn. Der müsste auch soweit wieder heil sein, tatsächlich optisch auch, ist ja auch nicht immer so. Manchmal gibt es auch gerne mal einen Anzeigefehler. Und was haben wir hier? Rosse und Mikowiak hier aneinander gerasselt. Da gehen wir doch mal kurz rein, was ist da passiert. Hier ist noch alles gut. Gucken wir mal. Oh, Rossi, Kurve nicht ganz bekommen, rutscht hier weg. Wahrscheinlich konnte der BMW nicht mehr ganz ausweichen. Der war schon voll auf der Bremse, war selber nicht mehr sonderlich schnell. Aber ja, ein bisschen Schaden wird er mitgenommen haben. Hat zumindest mal nicht so viel an Position verloren. Beziehungsweise hat sogar eine gewonnen, muss man sagen. Er ist jetzt auf der 3. So, und wenn wir das uns angeguckt haben, gucken wir, dass Chris Finn und der Alex Langhorst hier im Zweikampf verwickelt sind. Chris Finn geht hier aber vorbei. Mal sehen, ob Langhorst hier auf der Innenseite nochmal reinschauen kann. Kann er leider nicht. Muss sich also erstmal mit der 10. Position vergnügen. Eisen, Z-Tape, 2-Tape. Gucken wir mal, gab es da einen Angriff? Gab es auf jeden Fall mal Lichthupe. Ja, mit Ansage mal hier vorbeigetaucht. Der 18er am 35er. Da gibt es aber direkt den Gegenangriff von Tape. Mal sehen, vor der Sunset. Ja, schwierig bei den Bedingungen, glaube ich. Da brauchst du die ganzen Grip, um hier möglichst schnell durchzukommen. Und beim Anbremsen hier verliert er leicht das Auto. Da geht man ja mal ganz kurz auf die Bremse im Trockenen, im Nassen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Aber fängt das Auto hier noch ganz gut ab.
Aber jetzt hier auf Position 16 unterwegs. So, gehen wir wieder zu Blumi und Buddy. Die hier auch wieder, ja, weiter nach vorne gerückt sind. Durch den Vorfall, den wir da eben gesehen haben. Ja. Dann gehen wir kurz nach vorne. Most Wanted, jetzt doch wieder knapp 5 Sekunden. Da hinten sehen wir den Audi von Marc, der da gerade aus der vorletzten Kurve rauskam. Auf Position 2, 2 Positionen gewonnen. 4 Positionen hat der Ralf hier gewonnen. Sehr weit draußen. Most Wanted, ja, findet hier Pace. Die Strecke jetzt nur noch feucht. Also so langsam bewegen wir uns hier in den Bereich. Da werden die Regenreifen immer schlechter. Noch sind Regenreifen besser. Aber ein paar Minuten, denke ich, wenn es auch schmierig geht, dann werden die Regenreifen etwas schwierig werden. Oder schwieriger zumindest. Aber 5 Sekunden hält er sich. Dahinter haben wir nochmal... Oh, jetzt müssen wir hier zum Zweikampf gehen. Rosse Finn. Aber da vorne haben wir die Abstände relativ groß, wollte ich gerade sagen. Und wir gucken mal, ob Rosse jetzt hier sich vor Finn halten kann. Nase leicht vorne, aber die Außenseite. Ja, muss ein bisschen die Tür offen lassen natürlich, weil der Kollege auf der Innenseite ist. Jetzt geht es hier zu zweit hoch. Ganz, ganz schwierige Situation jetzt hier für die Anbremszone. Aber ich glaube, Finn kann sich durchsetzen hier auf der Innenseite. Jawohl. Aber mal sehen, vielleicht kann ja Rosse mehr Schwung mitnehmen. Nee, kann er leider nicht. Fahren vielleicht mal die Sunset jetzt hier mit. Bisschen anbremsen. Dritten Gang. Ja, wir sehen beide. King, na, er... Oh, jetzt rutscht er hier auf den Kopf weg. Und ich wollte gerade sagen, der Vordermann trifft die Kurve nicht. Er selber eigentlich ganz gut, aber da kam das Auto, das Heck. Und dann fängst du das nicht mehr ab. Da bist du nur noch Passagier. Jetzt muss er erstmal gucken, dass er sich hier wieder einordnet. Langhorst, glaube ich, vorbeigegangen. Und Chris Konrad hier mit einer gelben Flagge. Das haben wir unten am Bildrand gerade noch gesehen. Gucken wir mal. Sehr, sehr schwierige Bedingungen, wie wir merken. Also hier unten irgendwo ist der Unfall gewesen, wo wir gerade bei waren. Chris Konrad... Der hier auf die Bremse geht. Ah, der hat da, ist auf die Bremse gegangen, weil er da das, den Honda gesehen hat. Wollte da vorsichtig vorbeifahren. Der Hintermann hat nicht so ganz aufgepasst und dann, ja, drauf gekachelt. Weiß nicht, war das Rosse? Glaube ja. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Sehr, sehr langsam unterwegs. Wir schauen mal kurz aufs Auto. Ja, sehr, sehr beschädigt hier. Ja, der muss wahrscheinlich in die Box rein. Oh, ja. Ja, Auto ohnehin kaputt. Super schade. So, jetzt gehen wir zu Benjamin Leinweber. Das ist der drittbeste Honda im Feld im Moment. Auf der 6. Position liegend. Und verfolgt den Hoshi Blume. Der Buddy scheint da vorbeigekommen zu sein. Kann das sein? Meine, der war ja vorhin noch hinter dem Blume. Mal gucken wir mal, ob Leinweber vielleicht auch noch vorbeikommt am Markenkollegen. So, Chris Konrad natürlich in der Box. Er hat richtig Schaden mitbekommen. Ja, jetzt könnte man vielleicht so langsam überlegen. Ja, noch nicht ganz. Immer noch auf feucht. Aber Chris Konrad könnte zumindest überlegen. Und auch Rosse, der wahrscheinlich jetzt in die Box fahren wird. Ob man schon Trockenreifen draufpackt. Und ja, mit einem höheren Map könnte man vielleicht sogar zu Ende fahren. 1:15. Je nach Auto. Oh, Leinweber verliert hier gerade ein paar Positionen. Ah, weiß nicht, ob es einen Kontakt gab, aber verliert hier ein bisschen das Auto und hier auf dem Curb, da kannst du bremsen, wie du willst. Da passiert nicht viel. Hoshi Blume verliert schon wieder eine Position gegen Jalik jetzt. Der ist Porsche jetzt auf der 5. Position. Wir sehen, die Hondas werden so ein bisschen nach hinten gedrängt im Moment. Also nur Mark Kmikowiak auf der 2 hält sich da ganz gut. Hat auch schon 10 Sekunden Vorsprung vor dem BMW. Ja, da haben wir 5, 6, 7 hier im Bild. Relativ dicht zusammen. 7, 8, 9... Noch ein bisschen Abstand und hier sehen wir den Zweikampf. Maniacs hat ja gerade die Tür nochmal aufgemacht. Gehen wir nochmal in die Wiederholung rein. Hatte hier den McLaren, glaube ich, angegriffen. Wollte einlenken, sieht dann aber, glaube ich zumindest, den McLaren. Und der Eisen, der Markus Eisen ist vorbeigegangen, der Audi. Also richtig, richtig viel los hier in der ersten Viertelstunde. 1:15 haben wir jetzt noch vor uns. Oh ja, nur noch 23 Autos. Das hat Mount Panorama-Feeling hier. Daher kommen wir nur noch mit 10 Autos ins Ziel. So, Chris Konrad kommt jetzt hier raus, hat repariert. Mal sehen, ob er hier ja, mit Trockenreifen vielleicht schon rausgefahren ist. Ich glaube ja. Ich meine da einen gelb an der Seite vom Reifen zu sehen. Das sind nämlich die Trockenreifen. Die nassen Reifen sind komplett schwarz. Also könnte gut sein.
Ja, hier sehen wir es, glaube ich. Hier ist zum Beispiel alles schwarz auf der Seite vom Reifen. Das müssen Regenreifen sein. So, Marcel Arndt will sich jetzt seine Startposition hier irgendwie wiederholen. Bremst sich hier T1 auf der Innenseite vorbei. Aber leider auch zu weit. Und Plöger sagt Dankeschön. Geht auf der Innenseite wieder auf Position 16. Er von der 18 gestartet. Konnte also ja ein bisschen profitieren hier. Ist also ein Stück nach vorne gekommen. Dann gehen wir mal hier ins Mittelfeld. Ich glaube, da ist am interessantesten. Steffen Rosse, ja, ohne überrascht zu sein, glaube ich, jetzt in der Box. Wird auch erstmal reparieren müssen. Ja, bin mal gespannt, ob es hier und da noch ein paar Strafen gibt. Dann muss man in der Box etwas länger stehen. Aber ich glaube, jetzt haben wir so die erste schwierige Phase hinter uns gebracht. Hat sich so halbwegs geordnet und hier vor allem im Mittelfeld geht es gerade richtig gut zur Sache. Wir gehen mal zum 10-Platzierten rein. Der Ralf Schäfer, der macht mal den Kameramann und wir gucken mal, wird hier von drei Autos verfolgt. Most Wanted vorne 48,2. Die Zeiten gehen also doch ein gutes Stück runter langsam. Und ja, die werden noch weiter purzeln. So, momentan sieht es nicht so aus, dass wir hier einen Angriff irgendwie erleben. Gucken mal kurz, wie sieht es mit dem Spray aus? Na, schon deutlich besser. Ich glaube, die Sicht ist schon mal wieder ganz gut. Das macht schon mal einiges einfacher hier. Ross auf der 23. Und jetzt gehen wir, glaube ich, mal zum Marcel Arndt wieder rüber. Der hängt hier ganz, ganz dicht am Lexus dran. Muss hier sogar fast ausweichen. Was ist mit Two-Tape? Oh, der hat sich hier weggedreht. Letzte Kurve. Wahrscheinlich zu viel Curb mitgenommen oder zu früh auf dem Gas. Zu früh auf dem Gas und dann einmal boing. Guckt er hier mit der Motorhaube gegen die Wand. Sehr, sehr ärgerlich. Jetzt hat er Schaden. Vier Autos sind, glaube ich, schon vorbeigegangen. Patrick Schröter müsste da jetzt auch noch gleich irgendwie um die Ecke biegen. Da hinten ist er. Davor wird er erstmal bleiben. Ja, das Gute ist, er war noch nicht in der Box, also Pflichtboxenstopp hat er ohnehin noch vor sich. Schlechte Nachricht ist, er muss jetzt erstmal eine Runde so fahren. Aber vielleicht auch gar nicht schlecht, vielleicht ist bis dahin die Strecke ja auch schon ausschmierig gesprungen. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. So, Most Wanted haben wir hier vorne 3 Sekunden momentan. Na, gucken, müssten Regenreifen sein. Hier auch... Ja, die Drücke werden höher und höher werden jetzt mit jeder Runde. Noch geht's, denke ich mal. Hier kann man vielleicht da und hier und da nochmal eine Pfütze mitnehmen zum ein bisschen kühlen. Ah, wir gucken jetzt mal ein bisschen hier die Gruppen durch. Ab Platz 5 haben wir hier 4 Autos, so 1,5 Sekunden hintereinander. Das ist hauptsächlich die Honda-Truppe, angeführt allerdings von einem Porsche hier mit der 21. Bleiben alle auch noch ein bisschen draußen. Dann haben wir hier Schäfer und Markus Eisen und Maniacs, die da hinten gerade kollidieren. Das schauen wir uns natürlich auch nochmal kurz an. BMW hat sich hier auf die Innenseite setzen wollen. Ah, noch ein bisschen über dem Curb gewesen. Wahrscheinlich konnte er, oder war der Bremsweg deswegen relativ lang. Und ja, verlieren jetzt hier einige Sekunden, damit unsere Dreiergruppe hier jetzt passé. Also gehen wir doch wieder zum Pizzalieferanten. Und wir sehen, hier kommen gerade einige Autos in die Box rein. Also hat sich offenbar rumgesprochen oder scheint so, dass langsam Trockenreifen besser sind. Strecke steht zwar noch auf feucht, aber vielleicht wird es ja jetzt hier in 1-2 Minuten schmierig und dann, ja, passt das vom Timing her. Sehr, sehr interessant. Hier 5 Autos, 6 Autos jetzt rein. Gucken, was sie vorne so machen. So, Chris Konrad schon wieder mit dem Schaden hier. Was denn da passiert diesmal? Letztes Mal wurde er ja von hinten getroffen. Ja, der hat ja wahrscheinlich Trockenreifen schon drauf, da auf dem Curb rauf und dann verliert er hier die Karre. Ja, wir sehen es hier auf jeden Fall ganz deutlich. Da die gelbe Aufschrift auf der Seite, das sind Trockenreifen. Ja, das ist Mist. Ja, das hat er, glaube ich, zurückgeportet. Das Rennen, ja, so ziemlich gelaufen, würde ich sagen. Super, super schade. Also die Devise heute ist, keinen Unfall haben, Auto einfach auf der Strecke halten, dann hat man schon viel gewonnen heute. Bin mal gespannt, ob es wieder nass wird. Wahrscheinlich eher nicht, wird wahrscheinlich trocken bleiben. Aber das Ding ist halt, man muss die richtigen Drücke einstellen, Most Wanted jetzt reingefahren.
muss die richtigen Drücke einstellen, denn wenn man damit rechnet, dass es trocken bleibt nachher, dann muss es nachher auf jeden Fall passen mit den Drücken. Das heißt, am besten jetzt vielleicht, ja, mit nicht ganz passenden Drücken fahren, sondern so, dass die sich in das richtige Fenster hin entwickeln quasi, umso trockener das wird. Aber wir sehen, mehr und mehr geht in die Box rein. Sehr, sehr interessant. So, crawlen wir mal jetzt hier. Most Wanted kommt raus. Chris Finn haben wir hier im Bild. Ralf Schäfer müsste... Ah, ne. Most Wanted. Khaled Steiser in der Box. Gehen wir zu Chris Finn wieder rüber. Bonnie und Kastinko, danke für eure Follows übrigens. So, Eisen geht an Kalisch vorbei in der Box erstmal. Ja, gucken wir mal. Also die beiden Kmikovias erstmal auf der 1 und 2. Gucken wir doch mal. Das müssten Regenreifen sein. Hier auch. Also die warten noch so ein bisschen. Also nach meiner Erfahrung, wie gesagt, muss man schon beschmierig warten. Aber gut, wenn man das Gefühl hat, dass man mit Trockenreifen jetzt auch schon gut unterwegs ist, kann man das natürlich machen. So, die beiden waren auch noch nicht in der Box. Chris Finn und Benjamin Leinweber. Da gucken wir mal auf die Seite. Das sieht sehr, sehr schwarz aus. Auch hier. Oh nein! Kaum schalten wir hin. Dreht er sich weg. Was ist da passiert? Das war die Links-Rechts-Kombination. Ah, ein bisschen zu schnell reinlaufen lassen. Und er kriegt das Auto ganz knapp nicht mehr abgefangen. Und auch hier ging es in die Wand. Aber wie gesagt, er muss nochmal in die Box. Wird er wahrscheinlich jetzt machen und dann auch auf die Trockenreifen gehen. So, Chris Bade momentan auf der 3. Und der Marc jetzt in die Box reingefahren. Mal gucken, was macht der Zweitplatzierte. Er kommt rein. Chris Buddy macht nochmal ein bisschen was gut hier beim Anbremsen in die Boxengasse. Da geht es einmal ganz, ganz eng links rum. Meistern beide aber sehr, sehr gut. Und hier wird noch weiter draußen geblieben. Also sehr, sehr spannende Sache, wie ich finde. Richtig gut wäre es natürlich, wenn es nochmal nass werden würde. Ich glaube, da haben die meisten jetzt nicht so Bock drauf, sind hier froh, dass sie jetzt hier die richtige Entscheidung hoffentlich treffen. Oder den richtigen Zeitpunkt vielmehr. Die Entscheidung an sich ist ja eindeutig, dass man hier bald auf Trockenreifen geht. Und Leinweber war da gerade ein bisschen draußen. Chris Finn geht jetzt erstmal vorbei. Und Toshi Blume provisorisch auf der ersten Position. Aktuell damit 3 Hondas auf dem Podium. Aber wir wissen, das wird sich noch ändern. Das sind nämlich die einzigen 3, die jetzt noch in die Box müssen. Zumindest den Pflichtboxenstopp noch absolvieren müssen. Alle anderen waren oder sind gerade drin. Aber die warten ja wirklich, ja, bis es tatsächlich deutlich trocken ist. Aber wir sehen auf der Strecke kaum noch Feuchtigkeit. Also dürfte, ja, kein guter Grip sein. Aber Wasser dürfte auch nicht mehr wirklich auf der Strecke stehen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir nichts verpassen. Maniacs gegen Käser Richtung Spitzkehre auf der Innenseite probiert das. Hat da sehr, sehr viel Platz, nimmt sehr viel Körper mit. Aber wie gesagt, der hat eigentlich sehr viel Platz. Und, kommt aber vorbei. Sehr gut. Und wir sehen, Käser kann da erstmal nicht gegenhalten. Schröter schon wieder hier off track. Oh, da hat er meinen Körper zu viel mitgenommen in der Sunset auf der Innenseite. Schwierige Kurve. Musst dich inhalten, damit du da möglichst zügig durchkommst. Aber zu weit in rutscht auf dem Körb weg. Oder der hebelt dich aus. Sehr, sehr schade. Ups, auch hier ein bisschen Körb mitgenommen. So, Marcel Arndt geht an Langhorst vorbei, der jetzt hier langsam aus der Box kommen müsste. Jawohl. Wenn wir da mal so gucken, da sehen wir es auch wieder. Die gelbe Aufschrift auf den Reifen. Und die Strecke steht auch schmierig. Also für mein Empfinden hier ein sehr guter Zeitpunkt zum Wechseln. Ah ne, die ersten 5 müssen noch rein. Da waren noch ein paar, die noch nicht drin waren. Ne, genau. Blume, Finn, Leinweber, Schäfer und Brandl. Die sind hier. Oh, da gibt es die Berührung. Most Wanted trifft da ein 72er. Wer war das? 72er ist der Alex Langhorst. Die sind da kollidiert. Chris Finn hier. Ja, heute bleibt kaum einer verschont gefühlt. So, gehen wir hin. Der Ralf war schon drin, wird aber noch ein bisschen nach vorne gespült werden. Denn nach vorne müssen sie alle nochmal rein, mal gucken. Ich denke mal, in den nächsten 1-2 Runden werden wir die ganz vorne auch in der Boxengasse sehen. So, Kohlschütter, was treibt der hier so munteres? Oh, der verliert auch in der Sunset hier das Auto. Also, ich sag ja, die Kurve ist super schwierig
bei den Bedingungen. Sollte aber langsam besser werden, sobald hier die Strecke, ja, vielleicht sogar noch auf optimal geht heute. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Sind ja gerade mal, ja, eine halbe Stunde unterwegs, nicht mal ganz. Haben noch das Doppelte vor uns. Ja, Kohlschütte hat zwar 4 Positionen gewonnen. Der wird auf jeden Fall mit einem positiven Delta ins Ziel kommen heute. Sind ja nur noch 2 Autos hinter ihm. Die, bei denen ich nicht weiß, ob die noch weiterfahren. Die stehen beide schon sehr, sehr lange drin. Also 260 und 370 Sekunden. Rosse und Konrad. Nehme mal an, dass die nicht weiterfahren werden. Damit haben wir nur noch 21 Autos. Also wenn das so weitergeht, können wir hier schon vorzeitig Schluss machen, gefühlt. Ja, ich glaube 75% muss man fahren an Renndistanz, damit man hier auch Punkte bekommt. Das, ja, gilt für die wenigsten bis jetzt. Das heißt, ja, nach einer Stunde haben wir 66%. Dann quasi nach, weiß nicht, Stunde 15 oder so, denke ich mal, müsste dann die 75 geknackt worden sein. Also im Prinzip muss man hier fast zu Ende durchfahren. So, Schröter schon wieder etwas abwägen. Two-Tape kommt hier, glaube ich, gerade aus der Box. Haben wir schon Strafen eigentlich? Nee, Strafen haben wir noch keine. Das ist die gute Nachricht. Aber manche sind hier ohnehin schon genug bestraft hier mit den Bedingungen, mit dem einen oder anderen Vorfall. So, die ersten 4 müssen noch rein. Warten nicht vielleicht darauf, dass die Strecke grün wird und gehen dann erst auf Trocken. Trocken könnte man jetzt fahren, aber auf Grün kann man die Reifendrücke vielleicht ein bisschen besser einschätzen. Dann passt das vielleicht besser dann für die letzte Stunde, die wir jetzt noch vor uns haben. Weil sonst wird es gegen Ende, ja, vielleicht zu rutschig. Sehr, sehr rutschig, weil die Reifendrücke zu hoch werden. Ja, direkte Zweikämpfe haben wir gerade nicht. Wir sehen hier 5-6. Most Wanted immer noch mit der schnellsten Runde tatsächlich. Eigentlich erwarte ich, dass wir hier demnächst noch mehr schnellste Runden bekommen, weil die Strecke eigentlich schneller werden sollte. Dann haben wir Christian Barty hier auf der 7. Position. Gutes Rennen bis jetzt. Wird aber noch relativ dicht verfolgt von Ralf Mikowiak. Mikowiaks momentan auf 6 und 8. Dürfte aber auch wieder ein bisschen nach vorne kommen, wenn die da vorne in der Boxengasse waren. Markus Eisen haben wir hier, verfolgt den Christian Brandl. Hier geht es nochmal um die letzte Top-10-Platzierung. Langhorst und Käser, ja, schon ein bisschen der Abstand größer geworden jetzt. 2 Sekunden und 2-Tape. Was macht er hier? Das ist mal nicht die Sunset-Kurve. Das ist aber hier im letzten Abschnitt. Hier geht doch alles gut. Wahrscheinlich war es hier vielleicht der Wurstkörb. Mal schauen, ob er den erwischt hat oder war zu schnell in die Kurve rein. Ja, auch hier kommt leicht das Heck. Mal sehen, kann er die Kollision vermeiden mit der Wand. Immerhin das. Bleibt jetzt hier auf der 19. Position. Klaut sie jetzt aber direkt ran. Hier der Porsche-Pilot, der von der 23 gestartet war. So, da kommen jetzt die 9 schnellsten Runden. 1,47, 9,90. Denke, da wird noch einiges folgen die nächste Zeit. Ja, was haben wir gesehen? Werden wir mal kurz zu Plauze rübergehen. Oh, da drückt er sich rein und jetzt drehen sich hier die beiden. Ich weiß nicht, ob das Teamkollegen sind. Sehr, sehr ähnliche Livery. Das wäre natürlich extrem ärgerlich, wenn man sich hier innerhalb der Teammates rausdrücken würde. Ich schau mal kurz nach. Team. Ja, sind in einem Team. Eieiei. Teamintern sich hier raushauen. Das ist einmal ein bitterer Nebengeschmack auf jeden Fall. So, Christian Brandl und Markus Eisen haben wir hier. Wir gehen mal Markus mal in die Heckkamera rein. Ja, was ich sagen wollte, war sehr, sehr interessant zu sehen. Viele waren, oder einige waren sehr, sehr früh drin. Manche so, ja, als es schmierig wurde. Und wir haben immer noch 4 Autos, die nicht drin waren. Aber ich glaube, die müssten auf Regenreifen sein. Das sind Trockenreifen von Most Wanted. Ah, der war schon in der Box. Ups. Das sind Regenreifen. Das sind, glaube ich, auch welche. Ja, jetzt sehen wir es auch schön beleuchtet. Chris Finn müsste Regenreifen drauf haben. Und Schäfer ebenso. Ja, da wird der Teamboss nicht erfreut sein. Da wird es so mal ein scharfes Gespräch geben, sozusagen. So, wir gehen mal zum Marc rein. Der greift sich nämlich hier gerade den Ferrari an, der hier eigentlich ja auf der ersten Position liegen müsste.
wenn die alle vorne in der Box waren. Aber der Verfolger, wir sehen es oben, 47,9, noch mal ein paar Hundertstel rausgeholt. Hängt ihm hier direkt im Nacken. Da ist halt die Frage, ne? Wie gesagt, Drücke einstellen gar nicht so einfach bei solchen veränderten Bedingungen oder sich verändernden Bedingungen. Vielleicht hat der eine hier gerade ein bisschen besseres Reifenfenster erwischt. Hat die besseren Drücke. Wir sehen nämlich Kowiak, der kann hier richtig Druck machen. Auf der Innenseite versucht er sich vorbeizudrücken. Hier geht es auf jeden Fall gut. Besser als bei den anderen beiden, was wir gerade gesehen haben. So, Leinweber war in der Box, kommt jetzt raus auf Position 9 ungefähr. Gerade ist nämlich noch vorbeigegangen, Position 9. Petersen hier leider mit einer gelben Flagge irgendwo. Steht hier Kurve 1, glaube ich, ist das. Aber wir gehen mal wieder hier hin. Und wir sehen, Most Wanted hält sich hier auf der ersten Position, geht da etwas weit raus. Sehen hier schön den Funkenflug. Sieht man im Dunkeln noch viel besser als am Tag. Sieht sehr, sehr schön aus, auch wenn man hinterher fährt. Aber für Ästhetik ist jetzt hier keine Zeit. Hier geht's im Prinzip um Position 1 in diesem Rennen. Guck mal kurz, wo der Marc in der Gesamtwertung liegt. Auf der 10. Position, also Platz 10 hat er sich geholt. Der kann sich auf jeden Fall richtig was abholen heute. Most Wanted, den sehe ich leider in der Liste nicht. Keine Ahnung, ob da vielleicht unter anderem Namen eigentlich unterwegs ist. Auf jeden Fall jeder Fahrer noch auf der ersten Position. Ralf Schäfer, McLaren drin, Chris Finn auf Position 2 drin. Damit fehlt nur noch der Hoshi Blume, der fährt aber noch eine Runde. Aber ich denke, er wird auch nicht mehr lange dauern. Nee, das war der falsche. Zu dem wollte ich mit der Nummer 8. So, und Most Wanted hat nachgelegt. 1,47,6. Also 2-3 Zehntel nochmal schneller gewesen als hier der Verfolger in den letzten beiden Runden. Der hat also jetzt hier offenbar, ja, seinen Grip gefunden. Strecke immer noch auf schmierig. Mal gucken, wo Chris Finn rauskommt. Steht noch Schäfer direkt dahinter. Natürlich auch ein spannendes Duell hier in der Box. Wer hier schneller oder besser rauskommt. Dahinter müsste Kohlschütter sein, der gerade losfährt. Genau. Und jetzt gucken wir mal. Ups. Ach, wo ist er denn? Finn steht hier noch. Schäfer ist schon vorbei oder ist schon weggefahren auf der 8. Position. So, jetzt fehlt nur noch der Hoshi Blume. Warum Chris Finn da noch eine einstehen hat, weiß ich nicht. Der war nämlich in der Box. Ah, jetzt ist es weg. Sehr gut. Also können wir Boxenstopps ausblenden. Die Pflicht ist also vollzogen von fast allen. Wie gesagt, Hoshi muss doch mal rein. Ich denke mal, ich wette einfach mal, dass er jetzt reinfährt. Werden es gleich wissen. Einmal rechts rum. Und dann gucken wir mal, ob er sich jetzt hier rechts im Bild hält. Tut er. Und jetzt fährt er rein. Wird sich auch trockene Schlappen holen. Damit haben wir dann gleich wieder alle auf Trockenreifen unterwegs. Leinweber leichte Probleme hier, nachdem er aus der Box raus ist. Schäfer und Finn an ihm vorbeigezogen. Oder Finn auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Bali und Kmikowiak. BMW gegen Audi. Hier geht es zumindest mal um Platz 4. Podium jetzt 23 Sekunden inzwischen weg. Aber das ist auch sehr, sehr spannend. Immer noch der Ferrari und hier der Marc unterwegs. Hoshi Blume in der Box. Wird jetzt hier natürlich seine erste Position verlieren. Damit haben wir hier vorne schon mal wieder ein Boxenstopp bereinigtes Feld. Und Most Wanted legt nochmal nach 46,6 und 46,4 von dem Verfolger. Also hier purzeln die Runden wirklich Zehntel um Zehntel. Wird immer schneller und schneller. Aber wir sehen auch im Mittelfeld, hier sehen wir gerade Langhorst, Plöger und Maniac sind hier im Dreikampf verwickelt. BMW, Honda und Lexus. Sehr schönes Bild, wie ich finde. Wir gehen bei Maniacs mal rein. Der zumindest schon mal in die Punkte gefahren ist. Jetzt verliert er hier das Auto und kaum sage ich es da, fliegt er wahrscheinlich aus den Punkten raus. Nur noch hat er einen sicher. Platz 15 gibt einen Punkt. Thorsten Käser, mal gucken, der geht jetzt hier aber vorbei. Da ist er vorbeigefahren gerade. Da oben sehen wir ihn vielleicht gerade noch. Dem BMW. Und damit der Maniacs leider aus den Punkten aktuell raus. Das wird ihn super ärgern. Blöder Fahrfehler hier. Und schade für uns, dass wir hier den Dreikampf leider, ja, dann so doch nicht sehen. Ist dann jetzt, Anführungsstrichen, nur ein Duell mehr oder weniger. 1,3 Sekunden sind die beiden hier auseinander. Ja, ähnlich wie ganz vorne. Sehr, sehr spannende Sache. Ja, von Regen aus schmierig ging verhältnismäßig zügig. Hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert, glaube ich. Aber von schmierig auf grün dauert noch so ein bisschen.
aber wird sicherlich sehnsüchtig erwartet hier von den Piloten. Oh Mann, ich sehe gerade die Bitrate, die geht aber auch immer wieder runter, oder? Hat bestimmt öfters mal ein pixeliges Bild. Ein bisschen schade natürlich. Hoffe, ihr kennt trotzdem halbwegs alles. Aber ihr hört mich ja, dann kriegt ihr das zumindest so mit. Most Wanted 46.1, also es wird deutlich schneller jetzt. 45.8. Also die beiden schieben sich hier die schnellsten Runden hin und zurück auf jeden Fall. So, was sagt Twitch eigentlich zur Verbindung? Ich sehe ein bisschen pixelig ist es hier und da. So, wir gehen mal zu Plöger und Langhorst auf 13.14. Jetzt sind die wieder ein bisschen näher zusammengerückt. Lexus gegen Honda. Der Langhorst hat leider, ja, was heißt leider, hat einen Blinker an. Also falls das jemand hört, möge man ihm vielleicht sagen, dass er den linken Blinker einmal ausmachen könnte. Nicht, dass es hier noch zu Verwirrung führt, aber erstmal hinter sich hat er kein Auto, den er da verwirren könnte. Ah, mal sehen, ob er sich einen Plöger schnappen kann. Engstes Duell auf jeden Fall auf der Strecke aktuell. Ja, vorne. Ja, hat sich Most Wanted schon 3 Sekunden abgesetzt und jetzt habe ich kurz nicht hingeguckt und Langhorst verliert hier das Auto. Oh, hier beim Anbremsen kommt das Heck, rutscht hier weg und Patrick Plöger sagt sich, sehr, sehr gut, habe ich erstmal wieder ein bisschen Luft nach hinten und kann hier auf meiner 13. Position fahren. Ja, wer weiß, ob das ein Markenzeichen ist. Könnte verwirrend sein. So, To Tape wurde ja gerade kurz mit der Gelbflagge angezeigt. War wahrscheinlich allzu wild gewesen zu sein. Genau, Steffen Rosso steht noch drin, also 21 Autos haben wir auf der Strecke. Ja, leider nur noch. Haben gerade mal die Hälfte rum. Nicht mal ganz. Und schon, ja, weiß gar nicht, 20% oder sowas verloren. 5 ungefähr. Während Most Wanted jetzt eine 45.090 gesetzt hat. So, ich sehe wir ein paar Strafen. Die 36 hat eine SG30. Wer war das denn? 36. Ah, der Kohlschütter war das. Den hatten wir in der Box gesehen. Und die 99 hat sich vorhin noch eine Drive-Thru geholt. Das ist der Plauze direkt davor, zumindest positionstechnisch. Daher auch gut zurückgefallen, wahrscheinlich. Aber insgesamt 3 Positionen gewonnen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und ja, 1 Sekunde vor ihm ist der Mann mit der SG30. Ne, Quatsch. 36 war das ja. Dahinter, so rum. Oh, Maniacs kommt hier gerade sehr, sehr nah ran an den Käser. Da gehen wir doch auch mal in die Heckperspektive rein. Gucken mal, ob wir hier ein schönes Überholmanöver sehen. Schnelle Linkskurve, geht alles Vollgas. Strecke jetzt sogar schon auf schnell, also grün haben wir gar nicht groß gesehen. Und hier auf der Innenseite versucht er vorbeizugehen, sehr, sehr mutig. Aber geht hier am Markenkollegen vorbei auf Platz 15. Damit endlich mal wieder einen Punkt in Aussicht, nachdem er da den kleinen Dreher hatte. 2 Sekunden, dann hat er schon wieder den Alex Langhorst vor sich. So, kommt Plautz jetzt hier vorbei am BMW von To Tape. Hier die beiden Teamkollegen. Ich glaube, die beiden waren vorhin kollidiert. Hoffen wir mal, dass das jetzt gut geht. Jetzt auf der Innenseite. Ja, reicht nicht. Sah sehr, sehr tricky aus hier, aber noch bleibt der BMW vor dem Porsche. Mal sehen, ob der Porsche jetzt hier auf der Innenseite sich vorbeibremst, aber ich denke mal, eine zweite Kollision möchte hier keiner von beiden. Also einmal schon schlimm genug. Oh, wo ist To Tape hin? Hat sich hier vertan. Ist hier zu weit gegangen. Oh, beide am Bremsen hier aufs Gras. Da machst du nix. Da geht's erstmal geradeaus ins Kies. Kein Einschlag und der Teamkollege hier geht vorbei auf der 19. Position. Ah, Daniel, da ist er ja. Danke für dein Sub. Ja, nicht so viel los auf der Strecke. Hat sich auch schon gut ausgedünnt. Ich glaube, die meisten sind damit beschäftigt, ihr Auto auf der Strecke zu halten, obwohl die Bedingungen langsam wieder normal werden, sage ich mal. Und wir haben Chris Finn jetzt mit der schnellsten Runde. 1:45.037. Also nochmal eine halbe Zehntel schneller als Most Wanted auf der 1.
der sich inzwischen mal ein bisschen befreien konnte vom Mark. Der ist nämlich fast 5 Sekunden dahinter. Und ja, Christian Bardi auf der 3. Sehr, sehr gutes Rennen. 10 Positionen hat er gewinnen können. Kann sich also im Vergleich zum letzten Rennen aktuell jetzt deutlich verbessern. Ist die Frage, ob er den Ralf hinter sich halten kann. Der hängt ihm da eine Sekunde hinterher. Und ja, das geht ganz, ganz schnell. Einmal zu weit raus und dann könnte der BMW vorbei sein. Behalten wir auf jeden Fall im Auge. Hoshi Blume, der Führende in der Gesamtwertung, Position 5. Könnte also auch nochmal einige Punkte mitnehmen. Yasin Charlie haben wir im Porsche auf der 6. Position. Most Wanted holt sich die schnellste Runde. Jetzt sind wir schon in den 44ern. Schäfer und Finn. Finn hat jetzt hier eine Position gewonnen. Ah, McLaren hier leicht quer gekommen in der Links-Rechts-Passage. Chris Finn hat davon profitieren können. Geht auf die 7. Gehen wir mal weiter. Platz 9 haben wir dann den Benjamin Leinweber. Der hat auch ein bisschen Ruhe. 4 nach hinten, nach vorne, 6 Sekunden nach hinten. Da ist nämlich der BMW von Christian Brandl auf der 10. Position. 5 hat er gewonnen. Hoshi Blume jetzt mit einer 44,8. Marcel Arndt haben wir dahinter auf der 12. Von der 16 gestartet. Relativ dicht da noch um die letzten Top-10-Platzierungen. Patrick Plöger haben wir dann hier, den Lexus auf der 13, der wie gesagt jetzt ein bisschen Ruhe hat. Hinter ihm leider kleine Fehler gehabt hier. Alex Langhorst auf der 14. Maniacs, ja, der hat auch einen kleinen Fehler auf der 15. Thorsten Käser mit 2,5 Sekunden dahinter auf der 16. Patrick Schröter heute auch schon ein paar Vorfälle gehabt. 1-2 Kollision, glaube ich, und neben der Strecke gewesen. Dementsprechend leider 6 Positionen verloren. Achso, Position Delta, das kann ich euch mal einschalten. Gehört auf jeden Fall mit zu den Verlierern hier. Langhorst auch mit 9 und Rosse in der Box mit 9,10. Ja, alle anderen, die glaube ich verloren haben, sind auch gar nicht mehr auf dem Server drauf. Also fast alles Gewinner hier mit so ein paar Ausnahmen. Das ist ja das Gute, wenn man so möchte. Christian Bardi auf der 3 mit 10 hat die allermeisten Positionen gewonnen. Ja, und das sogar momentan auf dem Podium. Mal gucken, ob er sich damit heute auch belohnt. Dann haben wir noch den Petersen auf der 18, Plautzer auf der 19, Two-Tape auf der 20 und Kohlschütter haben wir hier auf der letzten aktiven Position 21. Rosse in der Box und glaube 4 weitere Autos nicht mehr auf dem Server. Ja, Podium, ob er sich damit heute belohnt, mal schauen. Muss auf jeden Fall ordentlich was dafür tun. In der ersten Hälfte des Rennens hat er sich gut nach vorne gearbeitet. Hatte glaube ich auch keine großen Fehler oder Unfälle hier. Und ja, auch hier momentan 10 Positionen gewonnen, wie gesagt. Jetzt muss er in der zweiten Rennhälfte offenbar gucken, dass er Position 3 verteidigt bekommt. Und der Yasin Charlik ist reingefahren. Vielleicht hat er hier eine Strafe bekommen. Aber wir gucken mal, ob Buddy sich jetzt hier halten kann. Hoshi Blume, da hinten ist der weiße Honda. Vielleicht kann der ja auch nochmal eine Wörtchen mitreden. So, gehen wir mal rein. Bam Buddy. Na, gucken wir mal, ob Charlik eine Strafe bekommen hat. Schäfer, Leinweber, Brandl gehen erstmal vorbei. Sie haben hier, ja, Top-10-Platzierungen geschenkt bekommen. Marcel Arndt auf der 11. Also, ob Plöger auch noch vorbeigeht. Sehen wir den Abstand gerade leider nicht. Oh. Das sah auch schon ein bisschen tricky aus, aber alles noch unter Kontrolle. BMW kommt aber richtig gut angeschossen. Mal sehen, probiert das hier. Buddy bleibt relativ, na doch nicht mittig, sah kurz so aus. Fährt hier ganz normale Rennlinie. Plöger geht auch noch vorbei auf 12. Ja, aber hält den BMW erstmal hinter sich. Hoshi kommt hier näher und näher und näher. Also haben wir gleich einen Dreikampf um Position 3. Momentan haben wir 3 Marken auf dem Podium. Würde sich gleich auch nicht ändern. Und Mikowiak jetzt mit der schnellsten Runde. Hat Most Wanted hier gleich mal wieder was abgeluchst. Sind jetzt schon bei niedrigen 44er Zeiten. Strecke, denke ich mal, wird nochmal auf optimal gehen. Oh nein, es geht Christian Bardi hier zu weit raus. In der Cheetah-Kurve. Wollte wahrscheinlich den Kursköpf vermeiden. Nein, im Gegenteil, er nimmt ihn komplett mit. Hier guckt einmal in den Sternenhimmel. Und ja, sieht leider auch Hoshi Blume womöglich vorbeirauschen. Jawohl. Also, Mikowiak und Hoshi Blume sind jetzt hier eine Position nach vorne gerückt. Ah, sehr, sehr schade. Aber ich denke, bis jetzt wird er trotzdem zufrieden sein, auch wenn man sich über so einen Fehler ärgert. Aber wir haben noch 44 Minuten. Und heißt ja nicht, dass die beiden da vorne nicht auch nochmal einen Fehler machen. Interessant wird vor allem,
ob der Hoshi den Ralf jetzt nochmal Druck machen kann. Dann könnte der Christian nochmal wiederum profitieren. Zu Platz 6 haben wir relativ großen Abstand, 25 Sekunden. Also von da droht jetzt erstmal nichts. Wir bleiben doch mal kurz hier. Wollen eigentlich nochmal ins Mittelfeld gehen, beziehungsweise Platz 7, 8 wollte ich mir nochmal anschauen. Aber wir gucken mal kurz, ob Hoshi Blume den BMW, der ein bisschen eine weitere Linie nimmt, hier angreifen kann. Hier jetzt auf jeden Fall nicht gereicht. Wir sehen hier, hat sich rausgestellt, auch eine schwierige Stelle. Na, wir warten nochmal kurz die Haarnadel ab, dann gehen wir zu Schäfer und Leinweber, 7, 8. Oh, bisschen spät auf der Bremse. Trifft den BMW leicht, Buddy tippt ihn wiederum hinten ein bisschen an. Nichts Schlimmes, würde ich sagen. Jetzt gucken wir nochmal hier, Ralf Schäfer und Leinweber dahinter, das ist der Honda. Wen haben wir dahinter noch? Die 292. Das ist der Patrick Schröter auf der 17. Also der wurde hier wahrscheinlich überrundet. Ups. Ja, Ralf Schäfer hält sich aber auf Position 7. Also 1, 2, 3 Stellen haben wir jetzt doch noch, die sehr, sehr spannend ist. 19, 11, auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da haben wir ja gleichmäßige 1,5 Sekunden zwischen den Autos. So, kann Leinweber, vielleicht probiert das jetzt hier auch auf der Innenseite, haben wir schon ein, zwei Mal gesehen. Nee, er kann nur die Außenseite nehmen. Vielleicht mit mehr Schwung, bringt einmal an der Stelle aber wenig, weil hier zu zweit durchgehen durch die vorletzte Kurve ist ganz, ganz tricky. Ich meine, es ist jetzt trocken, da geht es noch eher als vorhin im Nassen. Ja, Schröter, denn er kann gut mithalten. Ich weiß noch, was ich hier zurückrunden will. Sieht natürlich, dass da ein Zweikampf am Gange ist. Da will man sich jetzt nicht unbedingt einmischen. Er selber hat aber 40 Sekunden zu Platz 16. Also ich glaube, so viel weiter nach vorne wird es nicht mehr gehen aus eigener Kraft. Jetzt gucken wir mal, der McLaren bleibt auch hier wieder auf der Innenseite. Der rechnet hier jeden Moment mit dem Angriff. Mal gucken, der Honda probiert es außenrum nicht. Geht wieder dahinter. Na, gehen wir mal rein. Oben am Rückspiegel sehen wir noch den Schröter. Ist schneller, ja. Also wie gesagt, sehen wir ja, dranbleiben, kein Problem. Aber ist halt schwierig, wenn da direkt ein Zweikampf vorne ist. Das bei Langhorst los. Oh, der ist hier irgendwo eingedämmert. Kollisionsanzeigen mit einem anderen Auto sehe ich leider, oder sehe ich nicht. Wird wahrscheinlich eigenverschulden sein. Auch sehr, sehr ärgerlich. Maniacs gewinnt dadurch nochmal eine Position, geht wieder auf die 13. Jetzt müssen wir mal kurz wieder hier vorne gucken. Blume geht jetzt an Mikowiak vorbei, der die Kurve etwas weit nimmt, kann aber Geschwindigkeit mitnehmen und damit bleibt er vor dem Honda. Also das ist so mit das spannendste Duell oder ja, Dreikampf kann man fast sagen, wenn wir Christian Buddy noch dazu rechnen. Jetzt gucken wir mal kurz hier, achso, der war ja in der Box, ob Leinweber hier vorbeikommt. Ah, Schröter möchte glaube ich hier außenrum jetzt vorbeigehen. Der will jetzt doch nochmal hier freie Fahrt bekommen. Jetzt zieht er doch nochmal zurück. Ah, der Abstand zwischen dem Zweikampf etwas größer jetzt. Jetzt hätte er vielleicht mal kurz einen Moment, wo man das vielleicht probieren könnte, vorbeizugehen. Aber ich denke mal, der Leinweber wird das auch nicht so gut finden. Der setzt hier nämlich gerade alles dran, um hier am McLaren ja dran zu bleiben, ranzukommen und daneben zu gehen. Oh, jetzt hier Sunset auf der Innenseite. Da geht der Hoshi Blume wahrscheinlich vorbei. Christian Buddy dahinter auch nochmal sehr weit gegangen. Hat den Anschluss auch wieder direkt gefunden. Und damit Hoshi Blume auf dem Podium. Also kann jetzt hier noch mehr Punkte holen und seine erste Position in der Gesamtwertung ja, sichern. Wenn nicht sogar vielleicht ausbauen. Das müssen wir uns dann nächstes Mal anschauen. Den schätze ich leider nicht in-game. Sonst würde ich wahrscheinlich die ganzen Strafen auch sehen, aber als Zuschauer, glaube ich, sieht man den gar nicht. So, Leinweber vorbeigekommen. Da müssen wir nochmal ins Replay gehen. Ja, hier sehen wir es jetzt auch wieder Richtung Sunset, die schnelle Rechtskurve. Mal sehen, ist er außenrum vorbei tatsächlich? Nee, hier ist er zurückgezogen. Hat vielleicht gesehen, dass der McLaren etwas weit geht. Geht er auch. Kommt wieder auf die Strecke, aber der Honda geht vorbei. Und damit haben wir einen Positionstausch bei Position 7 und 8. Leinweber jetzt 11 Sekunden nach vorne.
So, genau. Ja, bleiben wir kurz drauf hier. Gucken mal, ob Buddy sich vielleicht zumindest Platz 4 holen kann. Hätte er sich auf jeden Fall mal verdient. So, gehen wir mal zum Pizzalieferanten rüber. Na, noch liefert der... Oh, Eisen reingefahren. Muss ja auch eher eine Strafe sein, denke ich mal. Ja, damit hat sich das da im Mittelfeld auch erlebe. Plauze in der Box. Außer Box in die Top 10 liefert der, ja. Jetzt hat er, wie gesagt, die Position geschenkt bekommen, da Eisen in die Box reingefahren ist. Nächsten Position, ja, mal sehen, vielleicht kann er noch ranfahren. 3,38 Minuten hat er ja noch Zeit. 2,5, 3,8, 3,5 Sekunden. Mal sehen, was er so an den Tag legt, pace-technisch. Ja, deswegen bleiben wir hier vorne. Das ist, glaube ich, das Einzige, was gerade interessant ist. 19 Grad haben wir. Bisschen kühler geworden. 20 Uhr haben wir jetzt genau. Strecke immer noch auf schnell. Also noch nicht der maximale Grip vorhanden. Wir merken auch hier, die schnellsten Runden haben ein bisschen wieder nachgelassen. 43,965 haben wir von Mark Mikowiak auf der zweiten Position. Die einzige 43er-Zeit, soweit ich das sehe, bislang im Rennen hier. So, mal wieder einen Schluck trinken. Auch die Unfälle haben nachgelassen, logischerweise. Bei trockenem haben wir eher weniger Unfälle. Das sind natürlich die meisten gewohnt. Und 43,957 von Chris Finn auf der sechsten Position. Ja, der hat gut freie Fahrt hier. Also er hat sich jetzt hier mal die schnellste Runde geholt. Ja, 0,8 Sekunden. Blume, Hoshi Blume auf der 3. Kann sich hier auf jeden Fall mal absetzen. Über 2 Sekunden haben wir jetzt hier. Ralf Mikowiak versucht natürlich den Christian Buddy hinter sich zu halten. Scheint momentan nicht mit dem Podium mithalten zu können. Und gucken wir mal ganz vorne. Die ersten beiden auch 3 Sekunden auseinander. Erstmal trockenen Tüchern, sofern sie keine Fehler machen. Sieht aber erstmal ganz gut aus. Wobei der Mark auf der 2 letzte Runde 4 Zehntel schneller war als der Most Wanted. Da ist er. Da hinten ist nämlich der Verfolger. So, Schröter mit einer gelben Flagge. Mal wieder, muss man leider sagen. Oh, wurde er von Schäfer getroffen. Da rechts ist der blaue McLaren. Wir sehen im Tower eine Kollisionsanzeige. Vielleicht wurde er da von McLaren leicht berührt hinten in der Linkskurve. Wäre natürlich super ärgerlich, weil das ging da ja nicht um eine Position. Das war eher eine Überrundung oder Rückrundung. Weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge die da aufeinander getroffen sind. Ja, wahrscheinlich wieder ein bisschen Schaden mitbekommen. Ja, sehen wir nicht so richtig. Ja, ganz, ganz blödes Rennen für Patrick. 5 Positionen verloren. Mehrmals off-track gewesen. 1-2 Berührung haben wir auch gesehen mit ihm. Ich glaube, der wird froh sein, wenn das Rennen heute vorbei ist. Hat heute Nachmittag noch ein bisschen geübt auf Kyalami. Hat ihm, ja, nur mäßig was gebracht aktuell. Weiß nicht, ob er vielleicht im Nassen geübt hat. Aber, ja, muss wahrscheinlich hier nochmal in die Box rein. Hoffentlich fährt er noch weiter. Weil, ja gut, Punkteränge sind jetzt relativ weit weg, zeitentechnisch. Eine Position weiter vorne gibt es ja nochmal einen Punkt, aber der Abstand jetzt schon eine halbe Minute. Jetzt geht er in die Box rein. Da wird der Abstand deutlich größer, um hier nochmal ein paar Punkte mitzunehmen. So, Christian Buddy lässt nicht ab. 8, 9, 10. Na, mal gucken, ob es da zusammenrückt. 8, 9 haben wir 0,8 Sekunden. Schäfer-Brandl. Behalten wir mal im Auge. Wir gehen weiter in die 43er-Zeiten. Most Wanted mit der schnellsten Runde. Also die schnellste Runde wird hier so ein bisschen durchgereicht zwischen 2, 3 Piloten. Most Wanted, Mikowiak auf 1 und 2 haben sich ganz oft hinterher, hin und her geschoben. Chris Finn auf der 6 hatte sie sich auch zwischenzeitlich mal geholt. Also einige oder ein paar, die hier sehr, sehr gut unterwegs sind. Da scheint es mit den Reifendrücken gut zu passen. Ist die Frage, ob es so bleibt.
Weil ich glaube, jetzt gibt es keine großen Veränderungen mehr, außer dass es nochmal optimal springt. Aber was die Drücke angeht, glaube ich, wenn es jetzt passt, sollte es auch für die letzte halbe Stunde passen. Außer es wird nochmal... Na, regnen wird es, glaube ich, nicht mehr. Halbe Stunde ist noch leicht bewölkt angezeigt und in den letzten 4 Minuten wäre dann wahrscheinlich auch egal. So, Schröter jetzt hier wieder aus der Box raus. Na, hat einmal repariert. Auf der 18 hat also in Anführungsstrichen nur 2 Positionen verloren. Und Chris Finn gerade angesprochen, der holt sich die schnellste Runde. Sehr, sehr gut unterwegs, der Pilot für die Affenbande. Mit einer 43,775. Also hier wird immer mal eine Zehntel abgeknapst. Und hier wird gerade auch an Position 8 rumgeknapst. Da haben wir nämlich einen Ralf Schäfer, der McLaren, der mutmaßlich mit dem Patrick Schröter kollidiert ist eben. Ja, hier ist auf jeden Fall kein Angriff zu erwarten. Alles recht entspannt für ihn. Also Anführungsstrichen, kann hier ganz normal seine Linie fahren zumindest. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Ja, Marcel Arndt, der kommt auf jeden Fall näher. Hatten wir schon gesagt, Top 10. Oh nein, jetzt kollidiert er hier mit Schäfer, der hier... Kaum schalten wir immer mal weg hier. Außerhalb des Bildes verliert hier einer das Auto. Und da kommt gleich das Heck. Und da trifft er den Arndt, oder die kollidieren, sagen wir es mal so. Hoffen wir mal, dass er hier weiterfahren kann und noch Schäfer weiterfahren kann. Da hat es wahrscheinlich die Salami von der Pizza gerüttelt gerade. Ja, der zweitbestplatzierte Ferrari. Gibt auch nur 2, muss man sagen. Aber beide Ferraris in den Top 10. Sonst, ja, wie fast zu erwarten gewesen war vom Start aus zumindest, sehr viele Hondas. 2 BMWs haben wir, einen Audi. Und einen McLaren, den einzigen. Wobei wir nicht wissen, ob der jetzt so fahren kann. Hatte da ja doch eine ganz gute Kollision. Mal sehen, ob es denn die letzte halbe Stunde noch so geht. So, Buddy. Was auch immer da genau passiert ist, leider jetzt ordentlich abgeschlagen vom Ralf auf der 4. Position. War da sehr nah dran vorhin. Aber jetzt sind es doch schon fast 5 Sekunden. Ja, mit dem Podium wird es heute dann, Stand jetzt, nichts. Aber trotzdem hier 8 Positionen nach vorne gekommen. Platz 7 auf Watkins Glen. Platz 5. Ich glaube, da wird er doch recht zufrieden sein. Nimmt auf jeden Fall immer ganz gut an Punkten mit. Mal sehen, wie das nachher in der Gesamtwertung aussieht. Super Lauf, genau. Charlie schreibt es auch. So, Marcel Arndt geht rein. Also Top 10. Ich weiß nicht, wo ist der Plöger? Ja, der wird wahrscheinlich noch vorbeigehen. Kommt hier gerade durch die vorletzte Kurve. Maniacs jetzt auch nicht super weit weg. Ja, könnte sich aber zumindest mal wieder frische Reifen holen. Wenn er ohnehin länger stehen muss durch die Reparatur. Dann hat er auf jeden Fall nochmal einen deutlichen Vorteil, denn die meisten Reifen, trockenen Reifen, sind schon mal mindestens eine halbe Stunde alt. Zumindest die relativ früh schon drin waren. Und das, ja, merkt man, glaube ich, schon eine halbe Stunde. Also nach einer halben Stunde bauen die Reifen dann doch deutlich ab an Performance. Und Plöger, der jetzt hier schon vorbeigekommen war, ganz ohne Druck verliert er hier das Auto T1 oder T2, wie gesagt, die 133. Auf der Platzierung 10, genau, auch 8 Positionen gewonnen. Also auch da wird man recht zufrieden sein, denke ich. Aber Maniacs, der will auch nochmal weiter reinfahren. Jetzt in die Top 10 vielleicht. Hat sich wieder zurück in die Punkte gekämpft. Platz 3, Watkins Glen. Momentan hier Platz 11. Platz 10 könnte noch möglich sein. 3,5 Sekunden in einer halben Stunde. Absolut möglich. Marcel Arndt fährt weiter. Jetzt Markus Eisen auch noch vorbeigehuscht. Also wird wahrscheinlich Platz 15 werden, ja. Langhorst ist noch ein gutes Stück weg. Also Marcel Arndt. Doch etwas von den Top, oder was heißt etwas? Ziemlich von den Top 10 jetzt weggerückt hier. Das sind 30, 40 Sekunden um den Dreh. Ja, das Feld jetzt gut auseinandergezogen hier. Jetzt heißt es nur noch fehlerfrei zu Ende fahren. Aber wir sehen hier und da passiert doch nochmal ein kleiner Dreher. Frage ist, geht es nochmal auf optimal? Ja, dann würde ich sagen, nutzen wir mal die Zeit und schauen einfach mal hier ein bisschen durchs Feld. Most Wanted haben wir auf der 1, von der 1 gestartet. Zwischenzeitlich war mal ein bisschen unter Druck vom Mark Mikowiak.
der aber zwischenzeitlich dann doch ein bisschen ablassen musste. Ich weiß nicht, ob es an der Pace lag. Vielleicht gab es bei den Überrundungen ja auch irgendwelche kleineren Vorfälle. Das passiert natürlich auch oder spielt auch mal eine Rolle. Dann haben wir Hoshi Blume auf der dritten Position. Der zweitbestplatzierte Honda hier, auch noch auf dem Podium. Ja, inzwischen schon 6 Sekunden weg vom Ralf Mikowiak auf der 4. Der konnte den Chris Buddy auch so ein bisschen abschütteln. 3,6 Sekunden haben wir hier. Biegt jetzt auf die Startzielgerade ein. 29 Minuten haben wir noch. Chris Fenn haben wir hier, der sich immer mal wieder die schnellste Runde holt. Also gucken wir mal, fährt ja 44er Zeit, letzte Runde, mal gucken, müsste sich jetzt nochmal aktualisieren. 43,5 jetzt gefahren. Das ist ganz, 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 ganz knapp an der schnellsten Rennrunde vorbei. Also, na, ich weiß nicht, ob er den Buddy nochmal einholt, 9 Sekunden. Aber der ist auf jeden Fall pacetechnisch sehr, sehr gut unterwegs. Benjamin Leinweber haben wir hier. 5 Positionen gewonnen. So wie fast alle haben wir vorhin ja schon gesehen. Haben hier sehr, sehr viele jetzt gewonnen durch die ganzen, die den Server verlassen haben. Ja, er hat auf jeden Fall sehr viel Ruhe. 16 Sekunden nach vorne, 14 nach hinten. Hinter ihm ist, glaube ich, der führende. Ferrari müsste das sein. Der Most Wanted, den jetzt überrunden wird. Und was haben wir hier plötzlich? Kalic und Käser im Zweikampf. Position 12. Kalic geht hier offenbar gerade vorbei. Schauen wir nochmal rein, was da passiert ist. Ein Überholmanöver ist passiert. Außenrum. Langhorst auf der 16 mit einer gelben Flagge. Scheinbar mit dem McLaren kollidiert. Dann gehen wir 30 Sekunden mal zurück. Da unten ist der McLaren. Auf der 9. Position. Schäfer ist das. Okay, aber da hat der Honda selber Schuld, würde ich sagen. Der ist eher den McLaren reingefahren. Hat sich da so ein bisschen... Ja, da war zu früh auf dem Gas, ist da sehr weit rausgekommen. Muss nochmal gucken. Hat immer noch den Blinker an übrigens. Na, hoffentlich geht die Batterie nicht alle. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube hier ungefähr auf der 8. Position. Da haben wir nämlich Brandl. Auch da passiert nicht viel. Sehr viel Abstand nach vorne, nach hinten. Dann haben wir... Ralf Schäfer, gerade noch gesehen, wurde hier gut berührt auf der linken Seite, auf der Fahrerseite, so rum. Der hat aber auch 8 Positionen gewonnen. An sich ein gutes Rennen. Hier und da leider auch schon Kontakte mit den Kontrahenten gehabt. Patrick Plöger gerade noch T2 war das, einen kleinen Dreher gehabt. Aber hier auch recht entspannt auf der 10. Position. Dann haben wir Maniacs auf der 11. Also Punkte absolut drin für ihn. Charlie haben wir gerade gesehen. Hier der Porsche ist am BMW vorbei. Schon 2,5 Sekunden hier der Abstand. Dann haben wir Markus Eisen auf Platz 14. Das ist der zweite Audi im Feld mit 16 Sekunden Rückstand. 21 nach hinten. Der wird auch nur noch gucken, dass er hier heil ins Ziel kommt. Dann haben wir Marcel Arndt. Gerade noch in den Top 10 gewesen. Dann leider, ja, musste einmal in die Box rein. Und jetzt nur noch Platz 15, auf der er auch erstmal feststecken wird. Dann haben wir einen sehr, sehr großen Gap. Hier sehen wir nämlich den 72er Honda. Alex Langhorst im Honda mit 46 Sekunden Rückstand und 34 Sekunden Vorsprung vor Bernd Petersen, den wir hier haben. Das ist der zweitplatzierte Porsche. 3 Stück haben wir nur noch im Feld. Nächste noch auf der 12, der andere auf der 20, zu dem wir gleich noch kommen. Dann haben wir die 292, der Patrick Schröter auf der 18. Two Tape, der BMW, The Dude Brothers mit der 35. Auf der 19, Plautzer haben wir hier auf der 20. Position. Der hat immer 3 Positionen gut machen können. Muss jetzt hier auch gleich den Führenden vorbeilassen. Das sehen wir ihn wieder mal, die 69. So, Kohlschütter in der Box zum 3. Mal jetzt offenbar oder 4. Mal. Gucken wir mal, ob es vielleicht eine Strafe war. Da rechts gleich sehen wir noch den Steffen Rosse, der schon vor 20 Runden locker abgestellt hat. Sehr, sehr früh im Rennen. Ne, 4-mal war der jetzt schon in der Box. Also Boxengasse kennt er jetzt auf jeden Fall sehr gut. 25 Minuten haben wir jetzt noch Zeit. Ja, 2 Kämpfe, wie gesagt, sehr, sehr rar gesät gerade. Strecke auf optimal inzwischen. Also könnte sein, dass wir noch ein paar schnellste Runden sehen. Momentan hat die der Führende. Ah ne, das war Felix Arndt vorhin. Den habe ich verwechselt. Felix Arndt, sage ich schon. Marcel Arndt. Den habe ich gerade verwechselt hier mit dem führenden Ferrari.
den wir gerade bei den Überrundungen gesehen haben. Aber Most Wanted bin da 43, 352, aktuell die schnellste Runde. Wir schauen uns mal die letzten drei Runden an. Hier stehen noch die Sektoren. Wir brauchen die letzten drei Runden im Vergleich zum Zweitplatzierten. Ja, was sehen wir da? Da sehen wir, dass der Most Wanted ein bisschen langsamer ist. Da sehen wir es so 4/10, vorletzte Runde mal nichts und dann nochmal 6/10 langsamer. Also mal gucken, ob der Mark vielleicht nochmal rankommt auf den letzten Metern. Vielleicht passen bei ihm die Drücke ja ein bisschen besser. Mal schauen, 4 Sekunden sind es aber aktuell. Yoshi Blume dürfte Ende der Fahnenstange sein. 40 Sekunden holt, glaube ich, auch der Hoshi nicht mehr auf hier in 23 Minuten. Nach hinten kann ein Abstand auch vergrößern. Also sehr, sehr gute Chancen, auch wieder mal aufs Podium zu kommen, nachdem er Watkins Glen gewonnen hat. So, dann Marcel. Nichts Gutes auf jeden Fall. Oh, wieder hier die Kurve. Ah, oh, den Körb zu viel mitgenommen. Ganz leicht zumindest. Dreht sich hier ein. Auch kein Einschlag. Jetzt muss er hier erstmal wieder drehen. Jetzt hat er ein bisschen Luft. Jawohl, die nächsten kommen jetzt gleich erst durch die Kurve. Das ist nämlich der führende Most Wanted, der jetzt hier auch um die Cheetah-Kurve fährt. Er nimmt den Körb allerdings nicht mit. Besser ist das. Und im Hintergrund sehen wir den Honda. 3,8 Sekunden. Ja, sonst müssen wir mal gucken, ob sie irgendwas entwickeln könnte. Sieht momentan nicht so aus. Haben alle ihr Plätzchen gefunden soweit. Also mal schauen, ob wir in den letzten 20 Minuten nochmal was sehen. Na, ich weiß gar nicht, wie viele angemeldet sind offiziell für die Serie. Müssten aber, weiß ich gar nicht, sind das sogar fast 40 Autos? Irgendwas um den Dreh rum. Nicht ganz 30 Autos haben wir heute bestätigt bekommen. Und Brenn selber haben wir einige verloren, sodass wir tatsächlich aktuell nur mit 21 Boliden unterwegs sind. Daher, ja, sind die Zweikämpfe relativ wenig. Aber wir sehen immer wieder hier Autos neben der Strecke. Mal wieder eine McLaren. Aber diesmal ohne Fremdverschulden. Ei, auch hier wieder den Wurstkopf zu viel mitgenommen. Und dreht sich hier weg. Mal gucken, ob hier noch einer vorbeigekommen ist. Glaube nicht, aber Patrick Plöger ist so ein bisschen näher rangekommen natürlich. Moin Lukas, wie lief's heute? Ich hoffe gut. Besser als bei mir, hoffe ich. Aber ich werde es erst ein paar Wochen erfahren, die Note. So, Crispin. Da haben wir festgestellt, der ist pace-technisch sehr, sehr gut unterwegs. Und da bahnt sich der Zweikampf an, ist schon fast am Gange mit Christian Buddy. Mal sehen. Buddy vorhin noch auf der 3 gewesen. Jetzt könnte es anführungsstrichen nur noch Platz 6 werden. Aber nach dem 7. Platz im ersten Rennen, glaube ich, ist das absolut ein gutes Ergebnis. Der hat ja sehr, sehr viel gut machen können. Zu wenig Zeit. Oha. Ja, aber raten ist immer noch besser, als wenn man gar nichts schreibt. Also, vielleicht kriegt man da ja nochmal ein, zwei Punkte. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass das hier so ein paar Runden geht, das Duell. Gucken, ob Christian Buddy sich unter Druck setzen lässt. Ich denke er mal, er wird mitbekommen haben, dass der Hintermann in relativ großen Schritten rangekommen ist. Ich schau mal gerade. Oh ja, Buddy letzte Runde 47,5. Crispin 44,2. Also vielleicht ist beim Christian das mit dem Reifendruck nicht so ganz. Oder haut er gerade nicht ganz hin. Denn den Ralf, den konnte er ja auch nicht mehr verfolgen, wirklich. 6 Sekunden sind es da. 6 Sekunden sind es ja zu Platz 4, wie wir sehen. Ah, Charlie, der drückt hier auch die Daumen. Hinten kommen noch die 142. Das ist der Bernd Petersen auf der 17 der Porsche. Boah, da gehen die aber komplett rüber. Da gibt es die Lichthupe von Chris Finn. Der ist da gar nicht mit einverstanden, dass Buddy da so rübergezogen ist. Knappe Sache, würde ich mal sagen. Also, schöner Zweikampf. Mal schauen, wie viele Runden lang der gehen wird. Woanders ist ja nicht viel los. Oh, hier hatte ich kurz das Gefühl, dass der Honda sich reindrückt. Aber auch er wird gesehen haben, dass er gut reingekommen ist, dass er pace-technisch besser unterwegs ist. Bei der letzten Runde 45,5, also wieder deutlich schneller.
als die Runde davor. Ja, und wenn du weißt, dass du schneller kannst als der Vordermann, dann kannst du ihn auch ein bisschen zurechtlegen. Oh nein, jetzt wird er hier getroffen. Ich weiß nicht, ich glaube, Buddy ist da beim Anbremsen auch ein bisschen unruhig mit dem Auto gewesen. Hat er hier rechts vielleicht den Curb mitgenommen? Eieiei. Und Chris Finn dreht sich dann jetzt hier weg. Geht jetzt wieder ins Rennen rein. Mal gucken, Position dürfte er nicht groß verloren haben. Aber Leinweber, der ist jetzt direkt dran hier, der Markenkollege. Na, schade, wäre ein schönes Duell geworden. Jetzt haben wir Chris Finn und Leinweber vielleicht im Duell. Mal gucken, ob Leinweber rankommt oder ob Chris Finn wieder wegfährt. Dabei haben wir noch Patrick Plöger und Ralf Schäfer. Ja, Schäfer hat ja genau, der hatte ja den kleinen Dreher hier an der Stelle. Ich glaube, der Lexus ist ihm bis jetzt noch nicht gefährlich geworden. Ah, also auch hier die letzten Minuten konzentriert bleiben. Wollte ich gerade sagen. Und dann dreht sich der Schäfer weg. Gut, wir wissen nicht, er hat da ein bisschen Schaden. 1, 2, 3 Berührungen hatte er ja schon wieder. Vielleicht nicht mehr ganz den Abtrieb auf der Hinterachse. Und Maniacs und Kalic gehen hier vorbei. Also Maniacs wird hier wieder mal eine Position geschenkt. Ist sogar schon wieder in den Top 10 unterwegs. Und der Yasin auf Position 11. Ich weiß gar nicht, wo ist er letztes Mal gelandet. Ich guck mal kurz nach. Oh, finde ich ihn auf die Schnelle. Platz 11. Ja, also da, wo er sich jetzt auch befindet. Sehr konstant, also knapp hinter den Top 10 sozusagen unterwegs. Aber wer weiß, vielleicht macht Maniacs da nochmal einen Fehler. Also das Rennen ist auf jeden Fall noch eine Wundertüte, würde ich mal sagen. Wissen wir leider natürlich nicht, wie das mit den Reifendrücken überall aussieht. Vielleicht sind die ja hier und da viel zu hoch. Und dann, ja, ist es halt sehr, sehr rutschig. Und bei Nacht fährt ja auch nicht jeder regelmäßig. Also das war natürlich auch eine Herausforderung heute. Gute Erfahrung, würde ich mal sagen, das heutige Rennen. Oh, Leinweber bleibt doch ganz gut dran hier. 1,3 Sekunden an Chris Finn. Ja, wer weiß, wie sich da der Schaden ausgewirkt hat. Weil Platz 5 wird schwierig, auch wenn er gut unterwegs ist. 15 Sekunden in 17 Minuten. Da müsste er ja, ja, nicht ganz 2 Sekunden pro Runde aufholen. 1,5 Sekunden ungefähr. Das ist dann doch schon sehr viel. Oh, Christian Buddy jetzt mal 48,1 letzte Runde. Ja, schwankt so ein bisschen hin und her zwischen den Rundenzeiten. Wen haben wir hier? Eisen und Käser. Ja, siehst du wohl, wieder mal ein Zweikampf. Und Eisen geht auf der Innenseite vorbei wahrscheinlich. Käser scheint sich nicht allzu sehr zu wehren. Ja, scheint er auch nicht wirklich mitfahren zu können. Denn der Eisen gleich hier schon mal ein paar Meter gewonnen. Und der BMW hier mit Regenlicht unterwegs immer noch. Auch wenn es nicht mehr regnet, aber gut, sollte nicht stören. So, Kalic jetzt an Maniacs tatsächlich dran. Der ein bisschen weit rauskam hier auf der rechten Seite. Da haben wir es gesehen. Jetzt setzt sich der Porsche rein auf die Innenseite. BMW hält er daneben. Oder dagegen, wollte ich sagen. Er bleibt halbwegs daneben. Jetzt muss er aber ein bisschen zurückziehen. Und damit Maniacs doch mal wieder eine Position verloren. Und Kalic verbessert sich tatsächlich mal in die Top 10. Wäre das erste Top-10-Ergebnis in dieser Saison. Ist aber auch erst das zweite Rennen, muss man sagen. Ja, sehr schön. Muss er nur zusehen, dass er jetzt hier wegkommt. Nicht, dass er hier auf der Geraden, auf der Stadtzielgeraden nochmal vom Maniacs angegriffen wird. Ja, was tut sich vorne? 3,8 Sekunden. Tut sich nicht viel. Letzte Runde war Kwiatkowiak wieder ein Tick schneller als Most Wanted. Aber ein Tick schneller reicht dann halt auch nicht, um wirklich gefährlich zu werden. Vor allem, ja, die 3,8 Sekunden bedeutet nur, dass er rangekommen ist. Vorbei ist dann, wissen wir alle, ein Euro ins Phrasenschwein ist immer eine andere Sache. Aber hat ja alles im Griff. Hier sehen wir sogar beide Ferraris im Feld einmal im Bild. Der Marcel Arndt und der Most Wanted. Leinweber jetzt leider mit einer gelben Flagge. Ah, schade. Ah, hier Ausgang der Herpin. So weit rausgekommen und dann, ja, schleudert es ihn so ein bisschen hin und her. Chris Finn kann er damit wahrscheinlich nicht mehr gefährlich werden heute. Ja, scheint zu funktionieren da vorne. Brandl jetzt auch noch vorbeigegangen, ganz knapp.
Ja, der Ausritt von Leinweber ist für uns ganz gut. Vielleicht haben wir damit jetzt nochmal ein Duell hier. So viele werden wir, denke ich mal, nicht mehr sehen. Abstände doch gut bei mindestens 4-5 Sekunden und viel, viel mehr. Richtig große Lücken haben wir tatsächlich. Ja, Platz 3, 43 Sekunden, Platz 9, 35. ACCTV weiß es gerade nicht, halbe Minute ungefähr auf jeden Fall. Platz 15 aber nochmal 45, Platz 17, 37. Also hier gab es auch schon einige Überrundungen. Ganz vorne sind wir jetzt in Runde 43. Und Mittelfeld sind wir bei 41, 40. Also ein, zwei Runden tatsächlich sind manche sogar schon im Hintertreffen. So, der Brandl, da gucke ich doch auch gerade mal nach, wo der letztes Mal gelandet ist, wenn ich ihn auf die Schnelle finde. Brandl. Da ist er, auf der ja, 16 gelistet, hat aber keine Punkte sich holen können. Heute sieht das sogar sehr, sehr gut aus. Hatten wir Leinweber schon nachgeguckt, wo war der gelandet? Wo ist er denn? Das finde ich ihn leider nicht. Und jetzt geht der BMW zu weit und Leinweber geht vorbei. Es ist mal wieder die Links-Rechts-Passage. Manche nehmen nur zu viel Curb mit, manche fahren zu schnell rein. Manche kommen wie hier zu weit raus am Ausgang. Und dann mit Leinweber an Brandl vorbeigegangen. Aber ist ja auf dem Weg, die ersten Punkte zu holen in dieser Saison. Die ersten 15 bekommen Punkte. Und der... Und Schäfer schon wieder hier an der gleichen Stelle. Also mit der Kurve hat das. Oh, aufpassen. Die Linkskurve den Berg hoch. Und für den ersten im Qualifying gibt es nochmal einen Punkt drauf. Der erste bekommt 30, dann 27, dann 24 und dann glaube ich in zweier Schritten runter bis Platz 1 dann nochmal auf der 15. Ja, damit haben sich die Zweikämpfe jetzt schon wieder relativ zügig erledigt, leider. Hatte ich mir erhofft, dass wir nochmal ein paar Runden sehen. Ja, wo gehen wir denn hin? Gehen wir mal zum letzten, würde ich sagen. Der Steffen Rosse ist inzwischen auch schon vom Server runter, der hier in der Box stand die ganze Zeit. Pulschütter. Ja, der hat zwei Runden, glaube ich, Rückstand auf Position 20. Der war insgesamt schon viermal in der Box. Ist nicht Rekordhalter auf der Strecke. Plauze auf der 20 war schon fünfmal, weil er nochmal eine DT hatte. Und ja, der fährt hier ganz, ganz munter weiter. Für ihn ist nichts mehr zu holen. Aber wir sehen es auf der Karte. Der ist genau auf der anderen Seite vom Rest des Feldes sozusagen. Also der wird hier entspannt seine Runden zu Ende drehen. Vier Positionen hat er so oder so gewonnen. Also so gesehen ist das gar nicht schlecht. Punkte, ja, sind leider in weiter Ferne momentan. Aber mal sehen. Ja, vielleicht geht ja nächstes Mal ein bisschen mehr. Letztes Mal auch keine Punkte geholt. Wenn er überhaupt dabei war, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja, ein Punkt genau für den Herrn hier ohne Salami. Apropos, da fahren wir gleich wieder vorbei am Salami-Körb von Kia Lami. Ja, 3,8 Sekunden. Hält sich doch relativ konstant da so bei ungefähr 4. Also Position 1 ist nicht hart umkämpft. Position 3 Hoshi 44 Sekunden weg. Zum Beispiel Mikowiak 17 inzwischen rausgefahren. Das ist alles... relativ sicher, sage ich mal. Aber ein sehr interessantes Rennen, vor allem die erste Rennhälfte oder erste halbe Stunde sind hier im Regen losgefahren. Und ja, ich glaube, so ziemlich alle sind auch mit Regenreifen los, zumindest was wir so gesehen haben. Einige waren dann relativ früh schon drin, noch bei feuchter Strecke. Viele war schmierig, manche ja sehr spät noch in der schmierigen Phase sozusagen. Dann glaube ich, auf schnell gesprungen und vor einigen Minuten haben wir eine optimale Strecke. Auf jeden Fall war heute die Devise unfallfrei bleiben, keinen Fehler machen. Streck einfach... Oh, komm, sage ich's. Sollte sowas nicht sagen. Hoshi Blume hier mit einem leichten Fehler. Borskörper hat er ausgelassen, aber am Ausgang zu weit raus und oh, da ging es nochmal richtig in die Wand rein. Oh, das könnte aber nochmal schwierig werden mit Platz 3. Geht er in die Box rein... Na, vielleicht war er schon, na, hätte noch geschafft vielleicht.
Aber der Ralf Kmikowiak ist jetzt direkt dran hier. Das wird er natürlich gesehen haben, dass der Abstand hier rapide runterging. Und Eisen und Maniac sieht es hier auf 11 und 12 nochmal. Also da gibt es auch nochmal ein paar Zweikämpfe. Auch wenn wir die nicht immer gleich im Anmarsch sehen. Aber Eisen vor Maniacs geblieben. Ja, Pusteblume, genau. Pusteblume mit Platz 3. Ja, Motorhaube dürfte gut geöffnet sein, jawohl. 2,3 Sekunden. Kann mir nicht vorstellen, dass er da noch die volle Leistung abrufen kann. Sei es Top Speed, sei es Kurvengeschwindigkeit. Nicht, dass hier die Lenkung auch noch halb schief ist. Eieiei, es sieht nicht gut aus. Ich lege meine Hand ins Feuer, dass der Ralf hier noch vorbeikommt, die letzten 9 Minuten. Christian Buddy. Na, 6 Sekunden dahinter. Bleiben wir mal ein bisschen drauf, beobachten wir das mal. Aber ich glaube, wir sehen es optisch, wir sehen es auch im Tower. Jetzt geht es schon deutlich unter eine Sekunde. Könnt ihr mir vorstellen, dass es sogar diese Runde schon passiert. Eieiei, schade, schade. Dann wäre das zweite Mal auf dem Podium gewesen im zweiten Rennen. Sieht jetzt aber ganz, ganz düster aus für ihn. Aber wir sehen, das passiert dem Besten. Viele, viele Ausritte haben wir heute gesehen. Na, passiert es jetzt schon? Ich glaube ja, der Honda weiß natürlich selber, dass er nicht mal mithalten kann. Mikowiak geht jetzt auf die dritte Position. Also haben wir beide Mikowiaks auf dem Podium. Ein Ferrari, ein Honda, ein BMW. Das ist das Schöne. Drei Marken auf dem Podium. Sehen wir doch gerne. Too late, ganz genau. So, Christian Buddy. Rechnet er sich auch nochmal was aus? Wir sehen es hier, 4,6 Sekunden. Und der Abstand dürfte auch relativ rapide runtergehen. Wird nochmal knapp. Unten am Bildrand haben wir den Honda, glaube ich, nochmal gesehen. Also das behalten wir auf jeden Fall im Auge. So, Porsche Lexus haben wir hier noch mit 1,3 Sekunden. Schröter-Petersen wird der Abstand, glaube ich, auch etwas geringer. Petersen letzte Runde 47,2. Patrick Schröter mit 44,7. Deutlich schneller gewesen. Ah, ich glaube, da werden wir nochmal einen Angriff sehen. Jetzt schon 3 Sekunden. Nur noch. Na, also in den letzten Minuten wirst du auch nochmal spannend an der einen oder anderen Stelle. Also Platz 4 hart umkämpft. Hier die letzten beiden Top-10-Platzierungen nochmal ganz, ganz dicht zusammen. Kalisch kann hier offenbar nochmal dem Lexus gefährlich werden. Ist hier auch gut rangekommen jetzt die letzten paar Kurven. Jetzt geht er noch zu weit raus. Aber der Lexus hier mit der absolut oder sehr, sehr guten Top-Speed gegenüber dem Porsche. Also genau das Gegenteil. Aber erstmal vorbeigegangen. Jetzt ist die Frage, kann Plöger erst nochmal gegenhalten? Auf der Innenseite bremst er sich daneben. Der Porsche sehr weit außen. Hätte vielleicht reingehen können auf der Innenseite, aber tut's nicht. Plöger damit auf der 10. Position von der 18 gestartet. Ja, Buddy ist jetzt schon 1,2 Sekunden, 1,3 Sekunden dran. Also bei Hoshi, da geht nicht mehr viel. Nicht, dass der Chris Finn auch noch ankommt auf der 6. Position. Aber der ist noch 6 Sekunden weg. Das könnte nochmal knapp werden. Wenn überhaupt. So, Maniacs in der Box. Oh, oh. Das wird dann auch nochmal... Oh Gott, was ist denn da hinten jetzt nochmal los? Plauze und Two Tape sind hier nochmal im Zweikampf auf 19,20. Hier sehen wir den Porsche und den BMW Side-by-Side Richtung vorletzte Kurve. Aber BMW biegt als erstes ein hier. Und dann haben wir auf der 17,18 Petersen und Schröter. Das ist hier der Honda gegen den Porsche. Aber wir müssen zu Buddy gehen, der sich jetzt hier gerade Position 4 schnappt. Wahrscheinlich außenrum geht er vorbei. Jawohl,